Law. Prost, die Dame, prost, die Herren. Schau mal, da ist der Geld. Warte. Was sagt die Maske? Prost. Bienvenido en el podcast de Cerveza Buzo número 277. Ha! Heute mitten. Prost. Stefan. Melanie. Dennis. Gregor. Und das ganze viel Start mit freundlicher Unterstützung von WooCommunic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Richtig. Auch vielen Dank an unsere Flattererer, an unseren Patreonen und ans Klebemonster sowieso immer großen herzlichen Dank. Und auch großen herzlichen Dank an unsere Feedbacker. Wir haben nämlich mehrere. Ja, das ist gut. Zwei. Das sind mehrere. Es ist der 11. Oktober 2016 und wir befinden uns in der Zypresse in der Westbahnstraße 35a im 7. Wiener Gemeindebezirk. Sehr gut. Jo. Kommen wir zum Teaser. Mhm. Stefan, du hast das Internet ausgedruckt. Worüber möchtest du heute reden? ODBL. Ah. Aha, ja. Okay. Dann mache ich gleich weiter. Ich kann erzählen von Couchsurfern und von einem sehr schönen Blog oder Podcast, wo es ums E-Mails geht, und außerdem ein nettes YouTube-Video, ein Sugata Mitra-Artikel und ja, ich habe etwas gebloggt über Pocket Code. Mhm. Und auf der Comics war ich gerne. Ja, das ist, genau. Da bin ich ja schon sehr gespannt darauf. Ja, ich habe Filme geschaut. Ich habe eigentlich vom Slash-Filmfest noch einen Film vergessen, yeah, werde ich aber vielleicht nicht erzählen. Werde ich mir das nächste Mal erzählen. Breezy Stranger 2, oder? Ja, war eher ins Western-Genre, aber das werde ich dann vielleicht doch nicht erzählen. Aber ich habe trotzdem geschaut. Ich habe nämlich einen Herzog-Kinski-Film geschaut aus dem Jahr 1987, die Grüne Cobra, Cobra Verde. Außerdem habe ich mir angeschaut einen britischen Science-Fiction-Film namens The Machine. Und einen, ich weiß nicht in welches Genre einzusortierender Film namens John Dies at the End. Ja, das war's eigentlich. Moment, ich weiß noch mal kräftig ab. Also ich rede über den Schwierigen von Hoffmannsthal. Ah ja, oh, was ist Theater? Also das Theaterstück. Ja, cool. Hast du es gelesen oder gesehen? Gesehen, am Donnerstag. Ah, okay. Ich kann, wenn Bedarf ist, über Alpbach erzählen. Dort bin ich im Sommer nämlich gewesen, für 3 Wochen. Oder und von meinem London-Aufenthalt am Wochenende und meiner lieben Freundin, die dort gerade als Taschendesignerin ihr Glück versucht. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich da jetzt die Zuhörer beleidigen würde, wenn ich über Taschen spreche tatsächlich. Oder auch über eine lustige britische Serie namens Black Books, auch ein Klassiker. Ach, Zuschauerbeleidigung und Zuhörerbeleidigung ist immer gut. Ja, ja, dann kriegen wir mehr Feedback. Oh je. Ja. Ich weiß nicht, ob das meine Rolle ist, in der ich reinpasse. Das hat auch was gemacht. Das hat den Wien-Tradition. Aber ich habe jetzt abgekriegt auf Österreich. Größerer Rahmen. Breaking News: Samsung baut jetzt auch Autos. Aber kein Samsung Note. Es werden Verbrennungsmotoren. Es werden Verbrennungsmotoren. Oh, oh, ja. Right. Was ich denn jetzt tue? Der ist sehr gut. Den muss ich mir merken. Der ist sehr, sehr gut. Herrlich. Ich fand den auch so gut, dass er ihn aufgewärmt hat. Okay, beenden wir den Teaser. Ja, und kommen wir zu unserem Feedback. Ja, also wir haben Feedback. Vom letzten Mal noch, was ich nur genau im Gedächtnis erzählt habe, aber der Gregor hat sich jetzt auf Feedback displayed auf unseren Google Forms und wird das super korrekt verlesen. Also besonders dankbar, weil die beiden Feedbacker haben sich auch bereit erklärt, dass man ihre Namen nennt. Und so hat uns das letzte Mal, wie wir schon erwähnt haben, der Jan Fellner uns ein Feedback zukommen lassen. Und wir haben es das letzte Mal, glaube ich, eh ganz gut zusammengefasst. Er hört ihn regelmäßig, aber in Ock, was schon mal was Besonderes ist. Da hast du dich ja gefragt, warum unsere Ock-Files jetzt größer sind. Das ist deswegen, weil ich die Qualitätsstufe um einen Grad erhöht habe. Ah, nicht, weil sie oft gehört werden. Nein. Er hörte mit dem Podcatcher, was ja auch schon mal
sehr gut ist. Am unnötigsten findet er beim Podcast, dass er Google Docs Formulare ausfüllen muss. Er hat vollkommen recht, hast du ja Diskus mal vorgeschlagen. Ja, dazu ist aber keine Option. Ja, genau, richtig. Aber ich meine, erfüllt nicht diesen Verwendungszweck direkt. Aber vielleicht findet man da ja was Freies. Schauen wir mal. Außerdem möchte er mehr aus, in und um Wien herum hören. Oh, das ist witzig. Das kann ich haben wir schon das Gegenteilige erkannt. Ja, wirklich. Ja. Aber häufiger kommt man vor, haben wir auch, also Wien-Themen werden durchaus gewünscht. Er ist in Österreich, also hört das in diesem Land zumindest, meint er, und er ist ein ziemlicher Tech-Nerd. Was er uns immer schon sagen wollte, dass wir auf unserem Biertaucher-Blog eine Kommentarfunktion einführen lassen. Also das war Discuss. Einführen soll, genau. Und bitte lasst das mit dem also nochmal Google Form dies. Und genau, richtig. Und wir haben unser neues Feedback auch, sehr spannend, von der Susanne Schmidt. Danke nochmal an dieser Stelle. Und sie hört ihn auch regelmäßig und absichtlich ist ein sehr schönes Antwort. Auch in Ock, was sehr interessant ist, mit einem Podcatcher. Und sie findet am unnötigsten, dass der Biertaucher-Podcast kein Feedbackfeld hat, auf der übersichtlichen Zwinker-Grinse-Emoji-Icon-Webseite spielen programmieren hat. Mir gefällt der Biertaucher-Podcast, dass wir mehrere lokale Themen verlangt sie mehr lokale Themen. Was macht die Wiederwahl, nachdem Klebegate, vielleicht ist Klebegate es Klebegate, ja, genau, wegen Bundespräsidenten. Richtig. Bitte mal ein wenig Info, wie sich da wie der Wahlkampf läuft. Ich benutze die Shownotes häufig zur Navigation. Sie hört uns aus Deutschland und da bin ich ein Techniker, hat sie 42. Das ist die höchste Stufe, die man haben kann. Genau, Subkulturen interessiert sie nicht so, aber was sie uns immer so sagen wollte, ist, bitte baut ein Kommentarfeld auf der übersichtlichen Grinse-Emoji-Icon, Webseite spielen, programmieren oder besser baut ein Bier, einen Biertaucher-Seite für den Biertaucher-Podcast. Ach, wie recht sie hat, ja. Total richtig. Ja, eigene Seite. Wow, toll. Das wäre Science Fiction. Ja, also wir bedanken uns auf jeden Fall extrem für Feedback. Wir freuen uns. Danke, Susanne. Und ich arbeite an dem Diskus-Plugin, habe jetzt schon das DokuWiki-Plugin dafür gefunden, habe ihn aber festgestellt, dass ich, seit ich das letztes Mal benutzt habe, vor ein paar Jahren, mich nicht mehr damit auskenne. Also ich muss dann noch ein bisschen mehr lernen. Forschen wieder, wie ich das damals schon gekonnt habe. Mhm. Okay. Also da tut sich was. Ja, es kann sich jetzt nur noch um ein oder zwei Legislaturperioden halten, aber sicher. Moment mal, dadurch, dass ja jetzt die jedes Mal angefechtet wird, wird das ewig dauern. Hm. Ja, wir haben Zeit, oder? Haben wir nicht gerade ein anderes Thema noch? Termine. Termine, so. Genau. Sollen wir auf die Wahl kurz eingehen, wenn das jetzt schon im Feedback so ist? Machen wir die Termine und dann gehen wir auf die Wahl. Oh, okay, richtig. Oder, ja, dann haben wir alles hinter uns. Termine. Dings. 24. bis 30.10. Privacy Week. Okay. Organisiert vom C3W. Riesenveranstaltungsprogramm im Völkerkundemuseum. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Privacyweek.at ist die Webseite. Zwei Tracks, sicher an die 100 Vorträge zu unterschiedlichsten Themen hinsichtlich Privacy, Security, solche Geschichten. Und besonders pitchen muss ich die Vorträge und die Workshops von meiner Freundin, der Sonja. Die macht nämlich für Kinder und Eltern etwas Spezifisches, also okay. Nicht so sehr für die Spezialisten jetzt oder für irgendwelche Spezial-Security oder so Themen. Mhm. Und zwar versucht sie damit, das Projekt Chaos macht Schule in Österreich ein bisschen mehr zu etablieren, als es bislang ist. Die Sonja ist da involviert. Absolut. Super. Und wird da mehrere Nachmittage Workshops anbieten für Kinder. Mittlerweile ist das Programm veröffentlicht auf der Webseite privacyweek.at. Kann ich mich gleich anschließen. Diese Woche ab dem 15. Oktober ist die Code Week in Europa. Da gibt es eine Woche, wo man verstärkt Coding-Aktivitäten machen soll, speziell im Education-Bereich, um eben Programmieren an Nicht-Programmierer hinanzuführen. Mhm. Die Webseite ist aber auch das ganze Jahr offen und wer immer eine derartige Veranstaltung hat, wie auch jetzt die Sonja, bitte auf der Code Week EU-Seite eintragen.
die hat dann so eine coole Landkarte, wo man dann sieht, wo sich was tut. Bei mir? Nein, eigentlich nicht. Ich hatte ja schon letzte Woche dieses Cubic Special im Gartenbau angekündigt, aber das wird schon vorbei sein, wenn sie diesen Bord... Die schon noch fertig kommen. Oh, Verzeihung, das ist gut. Und da ist ja mein Flugmodus. Ja, das ist auch der Wecker. Dennis, du hast Termine? Zum Ankündigen? Nein, ich habe keine Termine. Melanie? Ja, es gibt tatsächlich einen Termin von EUKOS, der Studierendenorganisation, von der ich bei meinem ersten Mal erzählt habe, als ich da war. Wir haben am Sonntag, den 16. um 11 Uhr, das Kick-Off im Impact Hub. Das heißt, wir treffen uns alle und überlegen uns einen Tag, was können wir im nächsten Jahr mit EUKOS tun, im Sinne von ökologisch wirtschaften und Nachhaltigkeit in die Wirtschaft bringen. In welcher Form können wir das umsetzen, speziell in den Unis und vor allem auf der WU. Und wo ist dieser Impact Hub? In der Lindengasse im 7. Ah, okay. Also, und das ist auch, da dürfen auch nicht EUKOS-Mitglieder genau, reingehen? Genau, da darf jeder hin, der sich für EUKOS interessiert und der Interesse daran hat, ökologische und nachhaltige Denkweise in die Wirtschaft zu bringen. Cool. Ja. Cool. Ja. Dann sind wir fertig mit der Termine, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schnell auf das Einmieter Bundespräsidenten. Ja, machen wir das gleich mal am Anfang. Ja, was ist euer Eindruck? Also ich kriege nicht so viel mit, dankenswerterweise, vom jetzigen Wahlkampf irgendwie. Also es flattern so ein paar Storys vorbei, so irgendwie Hofer nimmt an diesen Kiertagen teil, muss Van der Bellen sich im präsidentialen Auftreten in solchen Events. Und heute im Standard ist mir noch eine Story aufgefallen, da haben sie wieder dieses unmoderierte Präsidentengespräch von ATV wieder aufgewärmt. Da habe ich mir gedacht, da hat jetzt ein zweites stattgefunden. Was aber nein, da haben sie geschrieben, nochmal analysiert und also, einen Link aufs YouTube-Video. Ja, also okay. Vielleicht zur Information für unsere deutsche Hörer, da gibt es ATV ist ein Privatsender, ORF ist der staatliche. Und auf ATV hat es ein Experiment gegeben, wo man die zwei Präsidentschaftskandidaten miteinander reden hat lassen, ohne Moderator. Und das war so ein Aufreger in Österreich, weil sie es beiden... ziemlich unterboten haben in Sachen Niveau. Van der Bellen hat eine Scheibenwischer. Der Scheibenwischer, ja, das wurde das. Aber der hat auch gleich im Moff dann gelesen vom Ader, das hat er dann gleich verarbeitet in einem Comic. Moff, ja. Muss man wissen, ist ein sehr kultiger Comic. Ja, genau, richtig. Keiner. Schöner Comic. Ja, sonst, also ich fühle mich nicht sehr im Präsidentenwahlkampf. Ich bin froh, wenn es wieder. Ja, ja, man bekommt eher was aus Amerika mit als aus Österreich. Ja. Obwohl ich glaube, die Österreich warten ist. Auch noch ein bisschen damit, weil es ist ja erst im Dezember voraussichtlich. Also es wäre jetzt eh schon zu früh, jetzt mit irgendwas anzufangen, weil das wird uns, glaube ich, noch mehr aus dem Hals hängen, als es das eh schon tut. Ja. Bei meiner Radtour durchs Murtal letzte Woche ist uns aufgefallen, hauptsächlich, also eigentlich so gut wie kein Van der Bellen-Plakat und fast nur Hofer-Plakate. Wo die aus Murtal Murtal. Ja, that's a countryside issue. Ja, definitiv. Yeah. Liest einer von euch Ahoi Poloi? Kennt das jemand? Das ist auch so eine Satire-Seite mit so Satire-Zeitungen, also deutscher Satiriker, der zum österreichischen Wahlkampf, ich weiß nicht, ob das jetzt erzählt gut rüberkommt, also gemeint, wegen Wahlwiederholung und so, hat er so zwei Panels gemacht, eines beschrieb der Bild damals und das andere heute. Da damals sieht man so die Griechen, wie sie zur Wahlurne gehen und Sachen einwerfen. Und da heute sieht man so Anzugträger mit so einem Wirbel über dem Kopf, die gerade so einen Kleber schnüffeln und sagen, irgendwas mit dem Kleber. Ein schlechtes Kommentar zum Kleber geht, ja. Aber mehr kann man nicht zurzeit. Mir fällt auf, dass auf Facebook viele Leute also Van der Bellen Aufkleber in ihr Profil tun. Also sich als Van der Bellen Supporter auch in ihrem Profilfoto. Ja. Der okay. Mastmarkt, das ist ein Zeit- oder Papierhändler in der Neubaugasse, wirbt jetzt damit, dass sie das mit den Kuverts und dem Klebstoff absolut auf der Reihe haben und so. Also es führt jetzt zu so Gags herum ein bisschen. Ja. Es wird doch einiges an Schmutzwäsche gewaschen hinsichtlich, wer jetzt was gemacht hat oder nicht gemacht hat. Also es wird schon ein bisschen breit getreten, auch das Buch, das der, genau, der Hofer herausgegeben, das Vorwort geschrieben hat. Mit herausgegeben hat zumindest. Also da sind einige Sachen wieder drin. Stimmt, die genau. Reichen an die Trumpschen Aussagen hinsichtlich Familienpolitik und Rollenbild von für Frauen heran. Also da
kommen wir schon fast mit den Amerikanern im Unterbieten, im gegenseitigen Unterbieten vom Niveau. Nee. Ja, also wenig Positives. Ja. Aber es ist ja noch eine Zeit hin, das wird schon noch schlimmer werden. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Schlammschlacht, Schlammcatchen zwischen Politikern, das ist eine neue Kategorie. Dieses, also so ein Puls-TV-Duell wird es nicht mehr geben, darauf haben sie sich geeinigt, angeblich. Also ein zweites wird es nicht geben. Also ATV, ja. Ach so, ATV ist? Okay. Ich glaub, auf jeden Fall gute Idee, glaube ich, weil das war für beide keine Ruhmestat. ja. Aber gut, dass man mal experimentiert hat. Ja. Mit einem neuen Format, das finde ich toll. Auch wenn der Also ich habe mir es angeschaut, ich habe es nicht toll gefunden. Ja, das liegt aber vielleicht an einem Kandidaten. Es war auch, ja. Schön, dass was probiert wird. Also. Das ist aber für mich schon fast wie Atombombentests in der Politik. Also Atombombentests muss man auch nicht unbedingt machen, weil sie schädlich sind. Und solche Sachen sind auch nur für mich schädlich. Also es hat mich schon überrascht, wie wenig sie in der Lage waren, diszipliniert zu diskutieren. Aber vor etwa 3 Wochen gab es einen, ich glaube, runden Tisch oder so, also größere Diskussion, wo von jeder Partei eine Person wenigstens dabei war, zur Analyse jetzt dieser Kuvert-Geschichten und ob das jetzt wiederholt werden soll und ob das okay ist und ob angefochten werden soll und all diese Geschichten. Es dürfte wahrscheinlich schon ein bisschen länger sogar her sein. Das war durchaus moderiert und nichtsdestotrotz war es auch da ziemlich undiszipliniert. Also es hat eigentlich kaum eine Person einmal ausreden können, ohne dass nicht zumindest eine andere reingequatscht hat, unterbrochen hat und das Unterstellungen wieder gemacht hat. Also ich finde es eigentlich ziemlich schlimm, dass unsere Politiker, selbst wenn sie sich dessen bewusst sein sollten, dass sie jetzt gerade vor einem großen Publikum auftreten, nicht in der Lage sind, sich diszipliniert zu gebären. Also ja, vielleicht das ziemlich tragisch. Zeigt sich da so langsam mal die Menschlichkeit, dass die Menschen nicht in der Lage dazu sind. Und es zeigt eigentlich auch, dass dann von der Bevölkerung auch nicht was anderes zu erwarten ist. Also im Prinzip ist es menschlich. Aber ja. Die Frage ist nur, ob man von den Politikern erwarten kann, unmenschlich zu sein oder ob man ihnen zugesteht, menschlich zu sein. Ja, es ist eine Definitionsfrage mit dem menschlich oder nicht menschlich. Es stimmt schon, sie aus der Reserve zu locken und ihnen aus ihrem trainierten Habitus hinauszubringen, weil das wirft man ihnen ja auch vor, es kommen nur noch Worthülsen, sie trauen sich nichts mehr oder so und da hat man das gehabt, aber es war halt die Menschlichkeit, die man nicht so gern sehen wollte, diese Seite. Aber es geht wahrscheinlich auch anders. Aber da schließe ich mich ganz der Meinung von der Melanie ab. Gut, dass man es probiert hat, dass der Outcome jetzt nicht so positiv war. Ja, was soll es? Trotzdem mal gut aus dem traditionellen Schema da auszubrechen. Ich möchte auch noch dazu sagen, auch wenn Sie jetzt menschlich nicht vielleicht die positivste Seite von sich gezeigt haben, so ist es doch so, dass, dass man als Mensch, wenn man Gesetze verabschiedet, sehr wohl rational dennoch in der Lage ist, etwas zu verabschieden. Das heißt also, selbst eine Person, die vom Verhalten her richtig asozial ist, kann ein Gesetz verabschieden, das richtig sozial ist. Also da jetzt Schlüsse daraus zu ziehen, wer jetzt der bessere Politiker ist, nur weil jemand einen Scheibenwischer von sich gegeben hat, wird jetzt auch nicht unbedingt befürworten. Ja, ich glaube, das war's, oder? Wir leben jetzt eigentlich. Wir sind hochmotiviert. Dahin, oder? Wir sind hochmotiviert, ja. Aber wir haben 3. Ja, also, ja, es gibt ein Gremium. Genau. Ja, oft zur Positiveren, oder? Oft zur Positiven. Positiven, Melanie, du warst doch ganz lange in Altbach, oder? Das ist die Überleitung zu Positiv. Alles klar. Ja. Das ist das politische Fragezeichen. Das ist der politischen Elite Österreichs auf du und du. Ja, Elite, das ist ja ein super Stichwort. Forum Alpbach. Ich sammle kurz ab für all jene, die es nicht kennen. Forum Alpbach ist ein Forum in einem Tiroler Bergdorf. Ich habe vergessen, auf wie viel Meter Seehöhe. Ich wusste es. Man ist umzingelt von Bergen und dort finden 3 Wochen lang Gespräche und Seminare statt zu dem Themen Politik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie, was haben wir noch? Law, das sind Rechtsgespräche, und solche Themen.
Und es sind 3 Wochen sehr intensiv. Es beginnt mit der Seminarwoche, das ist ganz spannend. Also für das Forum Alpbach halt auch steht, dass es interdisziplinär ist, und das finde ich ganz gut. Da kann man wirklich sehr viel davon, also viel davon mitnehmen. Also zum Beispiel einfach ein Workshop, ein Seminar zu Biogenetik gemacht. Das ist überhaupt nicht mal viel dokumentär, und da, also das finde ich einfach nur interessant, aber es gibt dann auch, also man kann mit jedem Level einsteigen. Das ist eine absolute Qualität, die Alpbach bietet. Und am Anfang ist es dann auch ganz nett, und das schaukelt sich dann halt so hoch, bis dann die zweite und vor allem auch dann die dritte Woche anbricht, wo dann eben CEOs in das Dorf kommen, die sehr wichtig sind wahrscheinlich, und dann Politiker, und das geht dann immer so weiter, und dann werden immer mehr Sachen eröffnet, es werden immer mehr Zeremonien gefeiert, nennen wir es einfach einmal so, und es findet immer mehr Abendessen statt, und dann bildet sich langsam eine Zweiklassengesellschaft in Alpbach. Ah, interessant. Genau, ja. Das war ganz spannend zu sehen. Ich war zum dritten Mal dort und heuer zum ersten Mal als Stipendiat, sprich als jener Studierende, der dort 3 Wochen verbringt und dort eben an allen Sachen teilnimmt, zu denen er halt zählt, schichtenmäßig so. Mhm. Ja, das war ganz cool. Sehr spannendes Vakuum, man kann sehr viel davon mitnehmen, und es ist herrlich, was für Leute man dort trifft und was man halt mitnehmen kann aus den verschiedensten Themenbereichen. Also man kann jeder daraus machen, was er möchte. Nur, ich glaube, also für Personen wie mich ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen auch, weil es sehr anstrengend sein kann, von früh bis spät dort auf Achse zu sein und dann zum Workshop, zum Lunch, dann Meeting, dann irgendwie kennenlernen, networken, schlafen und dazwischen halt irgendwie feiern. Aber warst du durch das Stipendium verpflichtet, einen Bericht zu schreiben oder irgendwie dort zu podcasten? Oder war das eigentlich einfach nur dein Geld und du hast da hingekommen? Ursprünglich war das sogar eine Idee, das irgendwie medial mit nebenbei zu begleiten, aber das war einfach zeitlich. Dann habe ich dann gemerkt, auch am dritten Tag, es ist einfach nicht möglich, also schwer möglich. Ja, ja. Und ich wollte mich dann doch eher auf den Content dort konzentrieren, der Content, der zu finden war. Ich mit meinem Stipendium hatte die Verpflichtung nicht, Gott sei Dank, das war ganz super, ich war mit den Wienern dort. Andere haben etwaige Verpflichtungen. Dass das heißt, sie müssen sich dann noch abends hinsetzen und dann noch zusammenschreiben. Kann oder sein, ja, dass sie irgendwelche Protokolle schreiben müssen oder so. Und da haben wir dann Wiener Recht für Freiheit, das ist ganz cool. Ja. Also das war eh das angenehmste Stipendium, glaube ich, für mich. Auch von den Leuten, die dort waren. War das ganz gut. Du wurdest jetzt nicht in eine Jugendorganisation rekrutiert von einer aufstrebenden Nahfeldorganisation, einer großen Partei? Nein, ich nicht. Hm. Andere schon. Okay. Ja, also jedes Bundesland hat eine Interessensgemeinschaft, die halt Leute hinschicken, und die haben halt verschiedene Strukturen. In einem Bundesland ist zum Beispiel eine Partei dahinter, in einem anderen Bundesland ist ein Gremium von Uniprofessoren dahinter, und die suchen dann die Stipendiaten aus. In Wien machen sie es nicht. Das macht dann der Vorstand, der genauso aus ehemaligen Stipendiaten besteht. Der sucht es aus. Da ist keine andere Institution dann noch dahinter. Mhm. Das sind Geldgeber, aber das sind alle transparent daneben auf der Homepage. Du hast gemeint, 3 Wochen dauert das? Ungefähr, ja, 2,5 bis 3. Das ist definitiv lang für so einen großen Rummel. Und dann. Ich habe begonnen zu wandern. Ich nehme an, das ist dann sozial danach, weil wenn du 3 Wochen mit Leuten im Ort bist, du triffst die dann wahrscheinlich auch. Ja, yeah, man kriegt ein bisschen Lagerkoller. Ach so. Nachdem ich am Dorf aufgewachsen bin, ist mir das eh sehr bekannt, dass ich das gleiche Gesicht tagtäglich sehe. Das ist okay. Man geht in die gleichen 3 Gasthäuser und man geht in das gleiche Café jeden Tag, das passt schon. Man hat eh alles offen. Es hat eine Avocado-Shortage gegeben, also es hat am Sparen, glaube ich, noch alle 2 Tage Avocado liefert. Und da waren irgendwie so 5 Avocados, die waren dann so jeden zweiten Tag irgendwie verfügbar, so, wer kann Avocados kaufen? das war auch etwas, womit wir uns beschäftigt haben. Ja. Und waren so die Occupy Wall Street, hat auch Vertreter geschickt, so einen VW-Bus wenigstens mit 4 Gegendemonstranten, oder waren die... Wenig, das war heuer sehr wenig. Eben in den anderen beiden Malen, wo ich dort war, war das ein bisschen wilder, kann man schon fast sagen. Heuer war es sehr gesittet, war mein Eindruck. Aber ich habe auch eine ganz andere Rolle dort gehabt. Ja. Aber waren jetzt Vertreter der Zivilgesellschaft oder sagen wir von großen Umweltschutzorganisationen auch dort? Wenig. Es sind generell wenig Vertreter von irgendwie Studierendenorganisationen oder anderen NGOs dort, was mich eh immer sehr wundert. Werden die nicht eingeladen oder wollen die nicht? Parteien, von gewissen Parteien, die Organisationen eh schon, aber von anderen, die werden nicht angesprochen, und es ist dann, wenn man sich dann halt an die wendet, dann, ich meine, keine Ahnung, wie das läuft. Wir haben es mit Alkos zum Beispiel nicht versucht. Was ich aber mit nächstes Jahr schon andenken, dass wir dort hingehen, weil es halt natürlich thematisch passt. Und ich finde, die sollten genauso eine Bildfläche haben wie die anderen dort. Mhm. But then again, ist das dann eine Themenverfehlung oder nicht? Oder ist das Forum überhaupt eine Themenverfehlung, wenn man sich anschaut, womit das begonnen hat und was das überhaupt war früher? Also früher war es durchaus
eher inhaltlicher und fast schon philosophisch. Klingt so nach einer Politiker- oder Entscheider-Fortbildungsveranstaltung in lockerem Rahmen. Ja, man sagt da Summersplash für die Elite. Die Melanie splasht fleißig mit. Jetzt ich die Definition von Elite hören. Ja, du, der kann ich da leider nicht geben. Also jeder, der das hält, sich ein bisschen für die Elite. Aber das, oder manche auch nicht, aber... Hast du was profitiert davon? Ja, ich habe tolle Leute kennengelernt. Und zwar tolle viele Studenten aus Cambridge. Mit denen möchten wir nächstes, versuchen wir jetzt gerade ans Forum heranzutreten und nächstes Jahr ein bisschen mehr Denken ins Forum zu bringen und ein bisschen flächendeckenderes Philosophieren und das ein bisschen integrieren dort und da. Und da überlegen sie vor allem die zwei speziell über ein Konzept. Und versuchen wir das irgendwie ins Forum zu integrieren und mal schauen, was da nächstes Jahr draus wird. Fingers crossed for that project. Wie sehr ist das Forum Albuch international oder ist das doch eher eine sehr österreichische Veranstaltung für Österreicher mit ein paar ausländischen Vorträgen? Sie versuchen sehr viele internationale Studierende vor allem zu approachen, dafür internationale Speaker zu bekommen. Es ist aber sehr österreichlastig. Das ist eine Kritik, die ich von vielen Internationals dort gehört habe. Was ich auch voll verstehe, ich meine, es kommt dann ein Novotny und dann ganz viele österreichische Politiker und ich glaube, von dem Political Symposium können die Internationals am wenigsten profitieren und auch von den Wirtschaftssachen, die sind sehr österreichlastisch. Und da die Finanzgespräche waren sehr österreichlastisch, irgendwie, sehr europäisch. Ich meine, es ist ein europäisches Forum, aber es waren auch viele Leute aus Afrika da und aus Indien und das war dann halt nicht so spannend für die, also da könnte das, also das Programm muss noch ein bisschen nachziehen mit den Leuten, die sie einladen. Vielleicht. Bei denen gerne, es ist ein europäisches Forum, Alper. Das ist, was wollen sie dann? Keine Ahnung. Aber schon eher Österreich-lastig. Und absolut nur, also in Österreich sehr bekannt, in Osteuropa sehr bekannt, in Deutschland kaum. Ja, und alles gegen Westen sehr wenig. Und was ich so von dir raushöre, ist, dass man da also das auch als Karrierebeschleunigungsnetzwerk verwenden kann. Viele tun das, ja. Ist absolut. Ja, warum nicht? Ja, es ist absolut legitim, dass man da Business Cards austauscht für die, die das gerne möchten. Die Möglichkeit besteht auf alle Fälle. Hattest du ein Lieblingsseminar oder einen Vortrag, der besonders gut gefallen hat? Ich meine, du hast kurz mal angerissen, diese Biogenetik. Ja, die Genetik, ja, voll. Das war einfach super spannend. Ja. Weil einfach sonst immer so, weil ich bin so ein Default-Gen-Gegner. Ja, oder nicht Gegner, aber als Gegner. Kann ich nachvollziehen. Und das war einfach voll interessant, weil ich eben mit wenn ein Freund war, den ich da kennengelernt habe, der das eben studiert hat und der dann gemeint, komm mal mit, schau es dir an, wenn du irgendwas nicht verstehst, erklär es dir. Aber schau es einfach mal an und sei jetzt nicht einmal primär dagegen. Und die haben ihm diese CRISPR-Methode vorgestellt, die ist ja neu, die ich jetzt nicht erklären kann, leider. Aber das kann man sicher super verlinken. Und das war einfach super aktuell und da war eine Dame dort, die Frau, oh Gott, wie heißt sie? Sie hat ein Buch geschrieben. Okay. Und da ging es eben unter anderem um das und das ist halt brandaktuell und für all die Genetik-Nerds war das halt Heaven, weil sie halt erst da in der Szene offenbar war und das war schon sehr cool. Spannend. Ja, voll. Das war zum Beispiel cool, das war in der ersten Woche. Seminarwoche ist eigentlich das Coolste. Diese Seminare werden die aufgezeichnet? Gibt es die wo auf einer YouTube-Seite oder auf einer Internetseite? Weißt du das? Teilweise ja und teilweise nein. Ich weiß, dass einige aufgezeichnet wurden. Ob die für Public zugänglich sind, weiß ich gar nicht. Für die Teilnehmerinnen auf alle Fälle. Public vielleicht. Das muss ich schon. Ja. Ist eine Experience. Du klingst ein bisschen mäßig begeistert. Nein, es ist nur das, was es ist. Also es war voll cool, es war voll anstrengend, es ist ein Vakuum und man muss sich genau aussuchen, was man davon nimmt und was man davon sein lässt. Okay, super. Und nun. Ein Technikthema vielleicht. Genau. Ja, genau. Oh, was war das mal? Oh, irgendwas. ODBL. Ah, das war's. Ich bin auf der Suche nach einer Lizenz. Nachdem mir ja der Horst das letzte Mal erklärt hat, dass Webseiten dafür da sind, sowas wie Pinterest, dass ein Foto dargestellt wird und daneben wird dann die Lizenzangabe gemacht. Genau, ich würde gerne meine Fotos so. Versuche ich jetzt über eine Lizenz dazu zu schreiben? Nein, Spaß beiseite. Das Projekt, von dem ich da mal erzählt habe, hier mein Panoptikum, ist ja ein Aggregator oder ein Content Distributor für andere Podcasts. Das heißt, das sind eine ganze Menge Daten. Und diese Daten sollen nicht nur über Webinterface verbreitet werden, sondern auch über eine API wieder angeboten werden. Und das heißt, publiziert werden die Daten und das heißt, die sollten auch
klar lizenziert sein. Und jetzt war für mich die Frage, was gibt es denn eigentlich so an Lizenzen, insbesondere an Open Data Lizenzen, was Daten angeht? Also was sie jetzt nicht auf Texte bezieht, sondern in generellerer Form. Eben im Hinblick auf eine API. Ich habe überhaupt nichts gefunden, was API-spezifisch wäre. Mhm. Was Datenbank-spezifisch wäre, ist die ODBL, also die Open Database License. Ja, das passt ja schlüssig zusammen. Und die ist eigentlich gedacht für so Sachen wie SQL-Dumps oder sowas in die Richtung. Aber in weiterem Sinne lässt sie sich auch auf sowas wie eine API anwenden, zumindest scheint es nichts Besseres zu geben. Nein, eine API ist ja im Prinzip auch nur eine Schnittstelle an eine Software oder an eine Datenbank. Das heißt also, entweder du bekommst Daten zurück und die Daten sind natürlich aus einer Datenbank, die können sehr wohl dann unter der ODBL dann stehen. Im Prinzip hast du dann, die API ist dann eine Datenbankabfrage. Das ist eben auch so die Interpretation, die ich da jetzt wähle. Manche Leute sagen, na, das passt nicht so ganz, weil das sollte eben dann wirklich die Tabellenstruktur oder die Relationsstruktur mitgeliefert werden. Und das wird ja mit einer API nur im eingeschränkten Maße, beziehungsweise ist es im Allgemeinen auch so, dass eine API dir nicht vollen Zugriff auf die Daten gibt. Die dient ja auch dazu einzuschränken, das wird sie hier auch tun. Nämlich es sollen keine personenspezifischen Daten da zum Beispiel herausgegeben werden. Mhm. Also wenn jemand eine Episode hochvotet, dann soll es nicht über die API abfragbar sein, wer diese Person war, die diese Episode da hochgevotet hat. Während wenn die Datenbank publiziert würde, wäre das auf die Art und Weise publiziert. Also es ist, ja, das ist ein bisschen die Problematik da dahinter. Und das Ding ist, das ist für deine Podcast-Action-App, an der du schon... Das ist der Inhalt, also das ist der Inhalt der Daten, um die es da geht. Aber die Frage ist eben, eine viel allgemeinere, unter welchen Lizenzen kann man sinnvollerweise Daten aus einer API veröffentlichen? Und man findet eigentlich kaum was dazu. Vielleicht musst du die Stephanopolische Lizenz. Ja, ja, ja. Es hängt natürlich auch sehr mit sowas wie Policies zusammen oder Corporate Guidelines oder sowas in die Richtung, was man oder Euler auch in letzter Konsequenz, also was man den Usern, wenn sie sich zum Service subscriben, mitteilt, was denn mit den Daten gemacht wird. Mhm. Weil einerseits soll man klar sein, aber andererseits will ein User auch nicht, wenn er jetzt sich wo einen Account anlegt, zwei Seiten DIN A4 ausgedruckt in 6 Punkt lesen oder so nicht. Das heißt, da ist eine Gratwanderung auch zwischen voller Information und Zeitaufwand, der damit zusammensteckt. Ich würde formulieren, macht keinen Blödsinn. Ja, das ist aber, was ist Blödsinn? Ja, das ist eine negative Blödsinn Definition. Blödsinn im Sinne von Stefan. Es hat doch in den letzten Jahren diese, weiß das jemand, diese Open Access Bewegung gegeben, das ist zum Beispiel Wiener Linie und so. Weiß jemand, ob jemand, was für Lizenzen die verwenden für ihre Daten, die sie herausgeben? Müssen sie das? Ist das überhaupt irgendwie lizenziert? Also wenn es jetzt um Open Access auf Papers geht, da kannst du es relativ einfach ja aufs Paper dazu hängen, sozusagen. Okay. Aber das ist ja nicht so, dass du eine API hast, wo du dir dann geschnittene Daten raussuchen könntest, sowas wie, in welchem Dokument findest du den Begriff sowieso am öftesten oder sowas. Also diese Zugriffe hast du da nicht. Außer bei Wiener Linien hat man schon so API-Zugriff, oder? Da man so direkt das stimmt. Dort haben wir die Lizenz nicht angeschaut. Das könnte man mal schauen, was die so zurzeit an Lizenz haben. Also zumindest war sie früher proprietär, dann war sie proprietärer und jetzt ist sie irgendwie freier, kommt mir vor. Also jetzt zur Erklärung. Ursprünglich konnte man mit Google Maps die Verbindungen heraussuchen, innerhalb von Wien. Mhm. Dann kam eine ganz beschissene App, ich habe vergessen, wie die heißt, Quando, glaube ich, und so. Oder? Die gibt es noch. Ja. Die gibt es noch. Ja, die gibt es noch, um Gottes Willen, der größte Scheißdreck, den man sich vorstellen kann. Mittlerweile tut sie, macht sie. Dann haben sie einfach, damit sie überhaupt die Leute es benutzen, gesagt, ja, okay, wir entziehen jedem das Recht, diese API zu nutzen. Das heißt also nur noch, also nicht nur die Daten zu nutzen, sondern sie haben jedem das Recht entzogen, irgendetwas anzubieten, womit man Verbindungen heraussuchen kann. Quando. De Vor.at, also Wiener Linie und so weiter. Damit man Quando benutzt. Damit man gezwungen ist,
Quando zu benutzen. Mhm. Dann gab es Öffi. Öffi hat sich wohl da nicht drum geschert. Mhm. Das ist von Schildbach oder von einem Deutschen, meines Wissens. Gibt es dann auch für Deutschland und andere Gebiete, gell? Die gibt es inzwischen für einige Städte, sogar Los Angeles, glaube ich. Also sehr exotische Orte zum Teil, aber hauptsächlich im deutschsprachigen Raum und nicht für alle Städte, das muss man auch wissen. Also zum Beispiel Kärnten ist nicht so gut abgedeckt. Aber jetzt zumindest bietet Öffi zweimal Wien an. Einmal offline sozusagen, also quasi offline, da werden die Daten einfach abgefragt an den, die Verbindungen, die Öffi selbst hat. Und gleichzeitig auch eine weitere Schnittstelle, mit der man vor AT direkt abfragt. Das heißt also, Öffi kümmert sich darum, die Daten von VAT zu bekommen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass der keine Lizenz dafür hat, sondern dass er eine Lizenz hat. Aber wieso hat Google Maps dann keine Lizenz? Weil Google Maps bietet sie immer noch nicht an. Bei Google Maps ist nicht das Problem, dass sie es von der Lizenz her nicht dürfen, sondern denen reicht es zurzeit der Spur. Google Maps reicht es? Ja. Die wollen einfach zurzeit nicht. Das ist mehr damit jetzt eine Trotzhandlung dagegen dann. Das kann ich also gar nicht verstehen. Ja, im Prinzip Google hat keinen Datenhunger, sagst du das? Zurzeit scheinen sie angefressen zu sein. Weil du kriegst die Daten jetzt ohne größere Probleme, auch mit relativ freier Lizenz und so. Ja. Okay. Also es gibt ein paar Apps jetzt, die das anbieten. Das heißt, Fazit, du bist weiterhin auf der Suche nach einer besseren Lizenz. Ja, fürs erste Mal wird es wohl die werden, wenn es was Passenderes einmal wer schreibt. Kannst du vom Status deines Podcast-Such-Engine-Projekts erzählen? Ja, gegen Such-Engine wehre ich mich, weil ich bin keine Konkurrenz zum Feed, das ist eine Suchmaschine. Also sondern Feed-Ansammlungsmaschine. Genau, also bislang sind gepasst 103 Feeds oder 5700 Episoden, die man da drinnen browsen kann. Also die Webseite ist jetzt mittlerweile online unter alpha.panoptikum.io, weil es bisher noch im Alpha-Status ist. Das ist ein Kategorienbaum hinterlegt, sodass man es nach Kategorien browsen kann. Das ist ja das, was ich von Anfang an haben wollte. Man kann, wenn man eine Webseite jetzt gefunden hat, und dort sich, also wenn man einen Podcast gefunden hat, man kann sich dort alle Episoden anhören mit dem Podlove Webplayer. Wenn einem ein Feed... Ich brauche gar nicht aus deiner Webseite rausgehen. Brauchst nicht aus der Webseite rausgehen, kannst jede Episode drinnen hören. Sofern das MP3-File oder das OGG-File noch online ist, weil auch das habe ich dann im Laufe der Zeit erlebt, so Sachen, dass die Dateien halt dann auch mit der Zeit verschwinden. Und magst du nach wie vor OLP-Dateien haben? OPML-Dateien, ja. Ich bin gar nicht mehr so spezifisch. Mir reichen sogar die Links zu den Feeds einfach, weil ich festgestellt habe, dass auch OPML kein echter Standard ist. Also da kommt auch Kraut und Rüben daher. Ich muss das ohnehin manuell rauspassen. Wer einen leibenden Podcast entdeckt hat, einfach dir auf die Webseite. Ja, oder die Liste der Podcasts, die Menschen hören, das würde mich interessieren. Auf die Art und Weise kann ich dann später ein bisschen vernetzen, diese Sachen. Wenn es aber um die Daten der Podcasts geht, unterliegen ja die einzelnen Podcasts einer eigenen Lizenz. Das heißt also auch die beschreibenden Texte zu den Podcasts. Das ist richtig. Das heißt es entsprechend der Lizenzen, die veröffentlicht werden, dann wieder veröffentlichen, also auf das achten. Spannende ist, bisher in den 104 Feeds oder so gab es keine einzige Lizenzinformation bisher. Ja, das habe ich mir gedacht. Na, in unserem schon. Ja, aber den habe ich auch noch nicht gepasst. Bisher habe ich nur welche gepasst, die sich exakt so verhalten, wie der Podlove Publisher in seinem Feed sich verhält. Auf die Art und Weise bin ich einfacher mit dem Parser noch. Das heißt, du werkelst brav. Ich werkel vor mich hin. Skynet für Podcasts. Man kann, wenn man auf der Webseite ist und dann zu einem Podcast für sich entdeckt hat, einen QR-Code scannen mit dem Handy und auf die Art und Weise den Podlove-Subscribe-Button sich aufrufen auf einer kleinen Seite und dann unmittelbar abonnieren. Also man braucht keine URLs tippen, um einen Feed rüberzutragen aufs Handy. Solche Geschichten gibt es mittlerweile schon. Also es tut sich was. Cool. Und jetzt am Wochenende gibt es einen Workshop auf der Subscribe, wo ich die Sachen vorstellen werde, den Podcasterinnen und Podcastern, die interessiert sind dort. Und da werden wir ein bisschen drüber diskutieren, wie das mit der Geschichte weitergeht, was die so an Anforderungen haben, was die so gern sehen würden. Was sich wirklich voll bestätigt hat, vielleicht noch als Abschluss, ich habe gesagt, ich mache das in Phoenix und Elixir, dass das so super schnell ist. Das hat sich wirklich bestätigt. Also eine Webseite
Ich habe auf einer Webseite wirklich alle Episoden von einem Podcast drauf. Also das sind ja bei manchen bekannten deutschen Podcasts so 200 bis 500 Episoden. Mhm. Und Download von so einer Seite, also der Server ist bei so einer Seite mit 500 Episoden, wo nicht die Shownotes sind, aber zumindest die einige Metainformationen zu dem Podcast in 20 Millisekunden. Weil also das so cool ist, programmiert ist, das in ist, der Funktionssprache. Ja, das ist de facto instantan. Und es ist immer so, wenn es dann noch ein Bild gibt, das da eingebettet ist, oder wenn viele Bilder sind, das braucht alles viel, viel länger, wenn ich die Bilder nachlade von den anderen Servern, als die eigentlichen Seiten aufbauen. Das macht jetzt Spaß mit dem super schnell, das funktioniert auch auf den Handys unheimlich gut, weil das einfach sehr schnell da ist, die Seiten, und damit können die Handys auch sehr schnell darstellen. Das funktioniert ganz hübsch. Bleiben wir beim Thema Programmieren. Ich habe für die CodeWeek jetzt mein erstes sichtbares Ding gemacht. Ich habe ein Tutorial geschrieben, wie auch Nicht-Programmierer eine absolut sinnfreie App programmieren können mit Pocket Code. Dass man direkt am Handy so Code-Bausteine zusammenmischt. Mhm. Und zwar hat das angefangen als eher als blöden Witz für meine eigenen Programmierstudenten. Und dann habe ich gemerkt, dass sie damit wesentlich mehr herumspielen als mit den liebevoll und mühsamst von mir lange vorbereiteten Programmierbeispielen. Sie wollten einfach sinnlos mit der App machen. Und die App macht Folgendes. Ich habe als Kind immer so gerne Mondbasis Alpha 1 geschaut und Star Trek. Also wo die Handlung eigentlich immer ist, dass sie aus irgendeiner Basis oder Raumschiff uns auf einem Planeten runter beamen oder fahren, und der besteht aus so ein paar Papierkulissen, und da raschelt dann was im Gebüsch und dann halten so ein handyartiges Gerät hin und sagen, oh, es ist ein gefährlicher Lauf. Ja, so Tricorder-mäßig. Und das wollte ich halt auch haben. Und jetzt habe ich, es ist extrem simpel, also man hat das in auch als Nicht-Programmierer in einer Stunde zahngewischt, diese Bausteine. Und kriegst halt so das Handy, also Pocket Code kann von deinem Handy die Kameras ansprechen. Okay. Das heißt, du kannst so Tricoder-mäßig das Handy an Leute in deiner Umgebung halten. Mhm. Und dann haben wir unten so einen Scan-Button hingemalt, kannst sagen Scan, und dann fährt so ein grüner, halt gemalter Strich, fährt langsam rauf und runter und scannt diese Person. Mhm. Und nachher wird einfach zufallsbasiert eine Ergebnisseite angezeigt. Zum Beispiel so Pilzwesen, Alien, gefährlich werden. Und die Kinder haben Urspaß, sich gegenseitig damit zu scannen und sich das dann auch zu erklären, was schau, da steht Volltrottel und so. Und jetzt haben wir also die Zufallsparameter können sie selber einzeigen. Ja, sie brauchen nur einfach ein neues Kostüm zeichnen. Also sie brauchen dann nur noch Zeichnungen dazu machen. Also sehr populär war jetzt so ein Hundegacki-mäßiger Haufen. Das ist dann gut angekommen. Und jetzt ein Schüler hat jetzt schon die Version 2 gemacht, die das dann auch vorliest. Sprachausgabe, ja. Spitze, ist das auch ein Baustein innerhalb dieser... Ja, die kann vorlesen und sie hat sogar Gesichtserkennung. Also du kannst mit dem Pocket-Code recht viel machen, und jetzt haben wir da so gespielt. Also ich werde dann demnächst das Tutorial erweitern auf eine Stufe 2, wo dann das ist halt ein bisschen aufwendiger. Ich möchte dann, dass er so zufallsbasiert, also so Listen hat mit Attributen wie harmless, mostly harmless, dangerous, extremely dangerous, hungry, well-fed, so. Und dass er dann aus diesen verschiedenen Zufallseigenschaften was zusammenmischt, also dass er das hinheißt, und dann sagt er, das ist ein sehr gefährlicher, vollgefressener Pilzwesen. Damit sind wir wieder bei Markov-Ketten. Das alles zu finden unter spielenprogrammieren.at/blog. Die Markov-Ketten sind die Woche ganz lustig über Twitter gerauscht, durch den Nerdcore, weiß nicht, dieser Podcast glaube ich auch, oder eine Webseite, bin ich ganz sicher. Das Nerdcore-Blog ist glaube ich aus... Ist nur Blog? Ja, das ist dünnes Eis. Ich glaube, es ist Podcast auch. Die Diana hat mich darauf aufmerksam gemacht, oder hat verwendet diesen Test am eigenen Handy, einen neuen Tweet zu schreiben, in dem man einfach 20 Mal das wahrscheinliche Vorschlagswort oder das zentrale Vorschlagswort reintippt. Auto-Tweet, genau. Einfach 20 Mal drücken und senden. Und das ist ja eigentlich, das ist ein Markov-Ketter, was da rauskommt. Das ist ganz klar. Das ist ganz lustig. Alles, was man, also jeder hat andere, das haben wir gesehen, wobei ich tippe schwer drauf, dass es von der Tastatur wohl abhängt. Weil es hat auch nicht sehr danach geklungen, als wären es Texte, die wir... Also sie dürften nicht gelernt sein aus dem eigenen Tippverhalten. Das ist so das, was ich rausschließe. Hm. Dafür passt es zu schlecht. Also gibt es irgendwo eine Riesendatenbank, die besser weiß, was du tippen wirst. Ich würde sagen, es ist nicht einmal eine Riesendatenbank, sondern es ist einfach mit der App mit installiert. Und, oder mit der Tastatur mit installiert. Und ich habe es mal gerade vor. Was kommt bei dir? Ich drücke immer rechts, und jetzt hat er mir vorgeschlagen, das war zu. Und dann hat er mir nichts mehr vorgeschlagen.
Und das, was du so ist, ist schlecht. Ja. Das klingt so nach Dennis. Und immer die mittlere Taste? Darf ich dich retweeten? Ich bin schuld an allem anderen. Auch ein super Team. Das trifft sich doch langsam. Ein Bier bitte. Ja. Sehr schön. Ein Radler. Okay, links das in Rage bringt. Unglaublich, wie gut das ist. Ich wollte. Okay, du wirst noch dich bei Twitter anmelden heute. Einem meine Herren, Sendedisziplin bitte. Das ist Sendedisziplin bitte. Das ist wissenschaftliche Forschung, was wir da machen. Markov-Kette gleich. Live-Markov-Kette. Live-Markov-Kette. Okay, ja. Du möchtest mehr Sendedisziplin? Ich habe es jetzt aber über Signal gemacht. Okay. Das ist ja völlig wurscht, weil das ist ja die Tastatur. Ja. Ich keine Anschuldigungen mehr hören, Mutter. Mutter? Ja, das ich keine Anschuldigungen mehr hören, Mutter. Es kann definitiv nicht aus dem, was ich schreibe, gelernt sein, weil Mutter habe ich noch nie in meinem Leben geschrieben. Aber Anschuldigungen der Mutter dürfte eine volle Korrelation bestehen. Anschuldigungen glaube ich auch nicht, habe ich noch nie geschrieben. Das klingt wie bei dem Horrorfilm Carrie oder so. Ist bitte, erzähl vom Horrorfilm Carrie. Nein, wollte ich, aber nur eine Überleitung. Ja, aber ja, genau, richtig. Also ich habe ja eine Horrorserie geschaut. Eingegeben, getweetet, was auch immer. Im Vorfeld zum Slash-Filmfest, ja, das war noch davor, in einen Stimmung wie aufgewärmt, genau. Okay, ja, aufgehorbert. Nämlich die Serie produziert, also die Idee von Sam Raimi, Ash vs. Evil Dead. Das ist der Name. Das ist der Name, ja. Ash vs. Evil Dead. Genau, und okay. Evil Dead, das kennt man vielleicht im Deutschen besser, ist schon ein lang bestehendes Horrorfilm-Franchise. Im Deutschen heißt es Tanz der Teufel. Sagt er das was? Ja, ja. Das ist, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht, hat es in den 70er Jahren begonnen, zog sich aber bis 90er. 80er, 90er, es gab immer Teile, weil es gibt insgesamt, es gibt Tanz der Teufel 1, es gibt Tanz der Teufel 2, mit dem wunderbaren deutschen Zusatz, jetzt wird noch mehr getanzt, absolut. Okay. Army of Darkness, oder das ist natürlich, wo viele drauf eingestiegen sind. Dann gab es noch einen Film, der ein bisschen aus der Reihe fällt, namens My Name is Bruce. Mhm. Und dann gab es noch einmal einen Evil Dead. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt, mit ganz anderen Schauspielern. Okay, für mich hat der Tanz der Teufel immer schon so, der gehörte halt wie zu Halloween, also wie Halloween und wie Freitag der 13. und wie Nightmare on Elm Street zu diesem. Aber was hat jetzt Evil Dead mit dem Tanz der Teufel zu tun? Evil, check ich nicht. Ja, ich komme gleich dazu. Okay. Das gehört nämlich aus basierend auf diesen Film. Okay. Das ist jetzt die Serie zu den Filmen sozusagen. Richtig. Oh. Und Tanz der Teufel war halt damals immer so Schulhofgespräch, weil das irgendwie der arge Horrorfilm, wenn man sich wirklich nicht mehr dran das schon. Erst dann vor 2 Jahren habe ich mich dann wirklich getraut. Das hast damals mit Gruß mitgeredet. Gerade nicht mehr am Schulhof. Aber habe ich das nachgeholt. Und die ersten zwei sind ja wirklich amtliche Horrorfilme. Mhm. Und der dritte, Army of Darkness, der kippt dann irgendwie, ist eine Horrorkomödie. Ja. Und es geht irgendwie das Grundthema, so bei den ersten zwei Filmen, der Bruce Campbell ist der Hauptdarsteller, den kennt man hier auch aus Burn Notice und anderen Serien, der ist ein typischer B-Movie-Darsteller, ist immer bekannt für sein markantes Kinn und fährt im ersten Teil mit einer Freundesgruppe auf eine Waldhütte, auf Überraschung, dort hören sie irgendwie komische Tonbänder und finden ein seltsames Buch, das in Leder gebunden, das Necronomicon, und das zieht sich dann durch, das ist das Buch, das kommt in den Folgefilmen auch immer wieder vor, also immer vor, und wenn man daraus vorliest, dann passieren die gräulichsten Dinge, ja, und bei den ersten zwei, der zweite war schon ein bisschen absurd, weil da war eigentlich die Handlung vom ersten Teil nur remixed, aber hatte eigentlich keine Beziehung zum ersten Teil, sondern war wie neu erzählt. Und der dritte Teil, da wird der Hauptcharakter in das Mittelalter versetzt und muss im Mittelalter gegen das Necronomicon kämpfen. Und dieses My Name is Bruce, das war sein Zwischenfilm, da haben sie eigentlich so eine Drei-Amigo-Story durchgezogen. Da spielt der Bruce Campbell, der Schauspieler, sich selber und wird von einem Dorf angeschrieben, er soll zur Hilfe kommen, ja. Weil sie glauben, er hat wirklich diese Fähigkeiten, die er im Horrorfilm hat.
Und dann kommt er in dieses Dorf und spielt als Schauspieler ja. und packt es halt nicht und tut zuerst der großkotzige Schauspieler, aber verschüsst dich dann, wie es dann ernst wird und wie dann wirklich Geister und aber dann gibt es. Der war nicht gut der Film. Okay. Ne? Und jetzt gibt es eben diese Serie und 10 Folgen und jetzt kommt die zweite Staffel Evil Dead. Okay. Und es ist wieder dieselbe Handlung. Er ist zurückgezogen, der Ash, am Land in seinem eigenen Trailer, Wohnwagen wohnt er da und um ein Mädchen zu beeindrucken, liest er aus dem Necronomicon irgendwie betrunken vor. Als hätte er es nicht eh schon seit vier Filmen und einem Spin-off nichts dazu gelernt. Und es bricht wieder die Hölle los und jede Episode dauert eine halbe Stunde und es gibt sehr viel Blut und sehr viel Schleim. Also man kann sagen, dass Sam Raimi... 18? Ich weiß es gar nicht. Der Sam Raimi hat irgendwie eine Superpower, also eine persönliche, finde ich. Er kann halt gut dieses blutig-schleimige darstellen. Ja, kann man vielleicht an dieser Stelle, wer eine Horrorkomödie eine schöne von ihm sehen möchte, ist auch Drag Me to Hell. Ist auch eine ganz hübsche Sache. Kann man sich anschauen. Er hat ja auch die Spider-Man-Filme gemacht, aber die waren nicht so meins. Und die Serie ist jetzt so ein bisschen ins Komödienhafte oder nimmt sie schon sehr weit? Es ist eine Splatter-Horror-Komödien-Serie. Was ich halt irgendwie lustig fand, weil Horror-Serien, ich meine American Horror Story gibt's oder Geister von Lars von Trier, es gibt ja schon in dem Genre einzig, aber so eine wirkliche Free- und Splatter- und Lustig-Serie, die so leichtfüßig daherkommt, ist schon ein bisschen was Neues. Und es spielt auch kurzzeitig für ein paar Folgen die Xena-Schauspielerin mit, die kennt man vielleicht auch, wurde auch so ein bisschen das Nerd-Publikum bedient und hat echt Spaß gemacht. Ich weiß, wir wollten nur 5 Folgen schauen, waren dann an einer Nacht mit 10 Folgen durch. Cool. Und macht Spaß, hat auch immer so verschiedene Lieder am Ende, guter Soundtrack. Kann man machen. Mal schauen, ob sich's hält jetzt. Ich bin jetzt wirklich in der zweiten, dritte Staffel, dass da wirklich noch einen Spaß macht. Muss es noch ein bisschen unter Beweis stellen, aber ja, wollte ich noch erzählen. Cool. Freue ich mich jetzt auf Amazon, dass sie die zweite Staffel bringen. Also ich bin mir ganz sicher, dass Evil Dead aus den 90ern stammt, weil Sam Raimi ist noch nicht so alt. Ich meine, Mitte der 90er ist der erste Tanz der Teufel. Dankeschön, rausgekommen. Ja, glaube ich, begehst du einen... ich habe noch nicht gesehen. Ja, aber ja, ich muss ihn noch sehen. Wie gesagt, glaube ich, also der erste Teil bestimmt nicht. Aber okay. Ja, das können wir auch hier anmachen. Ja, genau. Soundtrack. Oh ja. Ich habe einen Soundtrack für euch, speziell für die Programmierer unter euch. Nämlich github.com. Nein, falsch, sorry. github.audio. github.audio. GitHub Commits in Klänge umgesetzt. Ja. Ah, ist das so wie Morsen dann? Nein, weil so regelmäßig committen die Leute ja nicht. Ja. Und sie machen auch unterschiedliche Sachen. Also es sind nicht nur die Commits, sondern es ist auch der Fork und so weiter, wieder anderes Geräusch und so. Da hat man dann so ein leicht atmosphärisches Hintergrundgebimmel. Okay. Jetzt habe ich den Fachbegriff dafür vergessen, wie man sich das nennt. Das klingt angenehm. GitHub-Gebimmel. Aber ist das angenehm? Ist das meditativ oder ist das eher disturbing? Also disturbing ist es nicht. Meditativ würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist Geräusch halt. Ein Geräusch. Okay. Ich stelle mir vor, das muss cool sein, wenn du so ein populäres Projekt hast, dass alle für ein paar Sekunden ein Commit kommt und du hast dann so einfach so ein ständiges Ego-Boosting. Ha, schon wieder einer committed. Ha. Wer sowieso ein Software-Projekt maintainen, nur so nebenbei? Niemand. Gut. Oder andere Leute. Wenn du das Gefühl haben, es ist meins. Das wäre eine mittlere Katastrophe. Das kannst du nicht warten. Sonst. Ja. Vielleicht für jedes Like, wenn man dieses Herz hat. Das wäre schon was, genau, für jedes Like. Dann kommt dann irgendwann sowas raus wie das Lied Pong von einer deutschen IBM-Gruppe. Da haben sie ein Lied zum Spiel Pong gemacht. Das ist nur lustig. Okay. Da haben sie die Geräusche von die Pong gemacht. Ja, genau, zwei Geräusche. Ja, und daraus haben sie einen Rhythmus gemacht, weil das ist ja schon rhythmisch. Und ja, es ist auch eher lustig, sich anzuhören. Klingt so nach Minimal-Techno. Minimal-Techno. Es ist IBM, also Electronic Body Music. Aha.
gibt es ja auch sowas mit Super Mario Musik. Ja. Das geht dann schon einen Schritt weiter, glaube ich. Ja, aber das ist nicht unbedingt dann IBM, sondern was anderes. Ja. Und das ist ja nicht Musik. Pong hatte ja keine Musik, das waren nur zwei Geräusche und sie haben daraus Musik gemacht. Ja. Du warst in London, Melanie? Ja, das auch. Ich war am Wochenende spontan in London, weil eine Freundin von mir, also ich keine Ahnung, ob ihr da jetzt irgendwie noch offendet mit dem Thema. Entschuldigung, wir müssen. Die hast du vor. Ja, es gibt leider kein Ayran mehr, wir trinken jetzt alle Bier. Und Tee. Prost. Bier und Tee. Und wir haben den Garib erfolgreich leer geeirant. Ne? Heute. Leer geeirant. Ja, nach einem Jahr endlich. Joghurt ist weg. Joghurt. Genau, eine, du warst in London. Genau, zu einer Fashion Show. Es ist nicht, this is something I wouldn't usually attend. Eine Freundin von mir, die Anja, hat sich jetzt vor 2 Jahren entschieden, Taschendesignerin zu werden. Sie erfüllt sich diesen Traum. Sie ist jetzt glaube ich, knapp 30 und hat vorher eben in verschiedenen Businesses gearbeitet und eher so als Accounting-Lady und hat vorher Business studiert in London. Ist ursprünglich von den Bahamas und hat jetzt eine Taschenline kreiert, WeLeak, die diesen veganen Lifestyle bedient. All ihre Taschen sind aus veganen Materialien. Das ist in ihrem Fall jetzt reisfestes Kokosnussfiber und aus Ananas. Okay. Sehr exotisch. Passend zu den Bahamas. Aus diesen Materialien und da macht sie eben sehr hochwertige High-End-Designer-Taschen, die sind am Wochenende vorgestellt worden auf der Brick Lane. Das ist eine sehr, sehr coole, hippe Einkaufsstraße in einem Schokoladen namens Dark Sugars. Das war alles sehr passend. So alles sehr süß und dark. Das war ganz cool. Und das ist von einer sehr fancy Modenschau präsentiert worden mit sehr, sehr cooler Musik von einem Musiker, der gerade ganz, also der eigentlich in einer Band ist, aber jetzt ein Solo-Projekt startet. Das heißt Oscar Mick Music. Und der macht eine sehr, so sehr experimentelle Beatmusik. So würde ich es, glaube ich, mal beschreiben. Keine Ahnung, wie die Genrebeschreibung sonst machen könnte. Ja, und das war ganz cool. Und ansonsten wieder zurück in London sein. Ich habe eine Zeit lang dort gewohnt und das war ganz nett. Ja, für dich war es eine Wiedergabe. Ja, genau. Sozusagen. Ja, voll. Also bin gerne immer wieder mal drüben. Fühle mich da sehr wohl. Das war ganz ein netter Ausflug. Mhm, hast du irgendwie alte Ecken wieder besucht? Wo bist du gerne, wenn du in London bist? Oder was ist so ein Muss, wenn du dort bist? Camden Market. Lokal? Gar nicht. Camden Market eigentlich gar nicht. War ich schon lange nicht mehr. Ein Lokal ist wahrscheinlich irgendwas auf der Brick Lane einfach. Oder generell einfach dort, ja, einfach, glaube ich, in East London sein oder einfach in Liverpool Street Gegend, weil ich dort immer Freunde haben, die dort arbeiten. Es ist dann wahrscheinlich einfach irgendein Pub an irgendeiner Ecke, wo wir uns dann einfach mal treffen in irgendeiner Pause, weil in der City arbeiten die Leute alle so viel. Ich glaube, es ist einfach nur strolling around East London. Ich glaube, okay. Das ist es eigentlich. Ja. Voll. Gar nicht Camden eigentlich irgendwie. Es ist immer so überfüllt. Es ist schön, aber immer so überfüllt. Ich war wirklich schon lange nicht mehr dort. Oder Primrose Hill. Ich glaube, Primrose Hill, das ist etwas, was ich immer besuche. Okay, was ist das? Das ist eben Nähe Camden. Das ist in North London. Das ist ein Hügel, auf dem, der ist sehr nahe. Er ist noch in Zone 2. Ist ein bisschen abseits von Camden. Und dort hat man eine wunderschöne Sicht auf London. Aus irgendeinem Grund. Das ist sehr, sehr viel höher gelegen als der Rest. Und man hat einen wirklich schönen Skyline-Blick. Oh, und was ich noch besucht habe, sehr sehenswert, dieses neu zugebaute Stück Haus beim Tate Modern. Der war eh vor kurzem in den Medien, vor ein paar Monaten. Sehr viele haben sich, sehr viele Journalisten dorthin eingeladen, um sich das anzuschauen. Es ist ein 10-stöckiger Zubau einfach. Und da haben sie ein sehr cooles Projekt gestartet, und zwar, wie heißt es, Tate, irgendwas mit Tate Explains oder so. Und es sind dann so Chatrunden, wo sie einfach irgendwelche Leute treffen können, an den Tisch setzen und zu irgendeinem Thema sie unterhalten. Das Thema ist vorgegeben. Das war ein Thema, war zum Beispiel Money and Work. Und da können sie random people einfach dort treffen, irgendwie im 5. und 6. Stock, und einfach dort einfach reden und sie austauschen. Und das ist eigentlich voll das gute Format, dass man das so in die Öffentlichkeit bringt, weil der Eintritt in Museen in England ist kostenlos und mit jeder Zutritt hat. Und dass man sich dann einfach, egal ob man jetzt Studierender ist oder ob man arbeitet oder ob man gar keine Ausbildung hat, das kann sich einfach jeder unterhalten, und das finde ich einfach ganz cool zu irgendwelchen Themen. Fixe. Ja. Aber das Thema ist schon, ein Thema ist fix, aber die Leute sind zufällig, oder? Die Leute sind zufällig, das Thema ist zwar vorgegeben, aber man kann das sicher ändern, also das ist immer sehr flexibel. Okay, cool. Ja, das ist ein sehr cooles Projekt, das war voriges Wochenende gerade aus dem zweiten Tag da, also das ist sehr, sehr neu. Das hat aber jetzt nichts zu tun mit diesem Londoner Speakers Corner, was ja sehr Tradition hat. Nein, gar nicht, aber könnte man irgendwie relaten, also passt thematisch ganz zu, also man kann sich einfach frei äußern, ja. Nur halt, man hat halt weniger Spotlight, ja. Na, Redezeit, also, was ist, glaube ich, gar nicht limitiert.
Aber was ist jetzt der Unterschied, dass man einfach in einen Pub geht und mit irgendwelchen Leuten redet? Über irgendwas? Das Setup. Ich glaube auch das Setup. Und bei einem Pub wirst du jetzt vielleicht weniger zu einem bestimmten Thema eingeladen. Okay. Ja, ist ganz cool. Aber wie das Museum verwertet, ist jetzt glaube ich gar nicht irgendwie weit. Es bietet es einfach nur an. Und es ist ganz cool. Also einfach in einem Museum so einen Platz zu haben für jeden. Mhm. Das ist ganz schön. Ja. Hast du zufällig irgendwas Brexit-relatedes irgendwie oder im Zusammenhang stehen? Genau, haben sie gekommen. Gar nicht. Nein. Ja, ich versucht, diesem Thema aus dem Weg zu gehen. Es ist mir super gelungen. Verständlich. Ich glaube, einfach nur an ihren offended, indem ich unabsichtlich gesagt habe, you're so British. Das war. I think this is like the worst thing that has ever happened. ja, ich habe nicht viel nachgedacht in dem Moment. Das war einfach nur so. Ja. So, ich nicht British. Nein, ich bin dem Thema aus gut aus dem Weg gegangen und ich wollte mir gar nicht. Das nervt, glaube ich, eh schon jeden. Ich habe viele auch Österreicher, vorne dort, die Österreicher sind, die halt dort eben arbeiten. Und das spricht man einfach jetzt gerade einfach nicht an, weil man eh nichts weiß drüber. Mhm. Es ist super sinnlos. Es ist sinnlos. Also ja. Ich verfolge es auch noch immer in den Medien und man weiß halt wirklich nichts. Bevor die nicht irgendwas machen, Es dreht sich im Kreis, die ganze Berichterstattung. Ja, die einen schreiben, ja, es ist schon eingebrochen, der Pfundkurs. Die anderen sagen, aber nicht so stark, dass wir jetzt von einer Krise sprechen können. Die Theresa May hat jetzt einmal so die Möglichkeit des harten Brexits angedeutet. Dazu das Parlament wieder, dass man darüber diskutiert. Also, ja, es braucht einfach, das ist noch überhaupt nichts klar. Und so schreibt auch jedes Medium. Absolut, ja. Und ich habe gleich viel Pfund gekriegt für meine Euro wie sonst auch. Und ich bin alle 6 Monate circa dort. Also für mich jetzt als Endverbraucher hat sich nichts verändert noch. Ja. Leider. Hätte ich ein bisschen mehr Pfund gekriegt hätte für meine Euro, aber in Wahrheit gerade noch nicht. Ja. Aber ist ja noch sehr frisch alles. Hast du irgendwas, was dir instant auffällt, wenn du, jetzt bin ich in London oder jetzt bin ich in Wien, also dass die Leute anders reagieren oder irgendwas Mentalitätsmäßiges? Nein, ich mag es nicht sagen, aber ja. Ja, sicher. Das ist dann. Ich mag nicht. Was ich absolut liebe, das sind diese kurzen Gespräche, die man an der Kasse hat. Wenn man einkaufen geht, ist es immer so, hey, wie geht's dir? So guten Tag gehabt. Und das macht so glücklich und das ist so herrlich. Ich liebe das einfach so, oder? Wenn man einfach einsteigt und es ist einfach, keiner berührt dich in einem öffentlichen Verkehr, oder was heißt keiner, aber man wird weniger berührt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist kein Rein, du schiebst dich nicht rein, sondern die wird einfach aus irgendeiner magischen Hand bereitet, die da einen Gang, wo du reingehen kannst. Und du hast einfach das Gefühl, du hast Platz, auch wenn es super eng ist. Es ist immer super eng in jeder Tube. Aber das ist eine andere Art von Choreografie, die Leute dort verfolgen, glaube ich. Die haben ja auch dieses Line-Up. Herrlich, jeder kann sich anstellen. Keiner rennt die ein, sie lassen die, und das ist das Himmlischste, sie lassen die aussteigen von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also wenn du wieder rennen musst. Und ich bin eine recht kleine Person, also ist nicht irgendwie 1,90 groß. Also. Sie lassen dann auch mit 1,90 nicht aussteigen. In Wien ist es nicht. Nein, aber dann hätte ich eher das Gefühl, ich könnte ihn überrennen. Und ich dachte, leider gerne überrennen in Wien. Das stimmt. Das ist manchmal, ja. Kassierer sagen freiwillig mehr als Flaschenzettel. Wie bitte? Kassierer fragen mehr als Flaschenzettel. Ja, ey, voll. Es ist so nett. Sie so, hey, war der Tag, geht's dir gut? Oder einfach, weiß ich nicht, sie komplimentieren deinen Nagellack, was weiß ich nicht. Und dann gibst du dir zurück und das ist einfach ein sehr netter Austausch. Mhm. Ja, aber so, ich liebe es. Aber ich würde jetzt sagen, also das Erste, was mir aufgefallen ist, Wien, also Raunzen, würde ich das bezeichnen. Und irgendwann habe ich ja festgestellt, ich dachte immer, ja, das liegt daran, dass ich aus einer Gegend komme, das Rheinland gilt immer als fröhlich. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht überhaupt nicht wahr. Das Rheinland ist nicht fröhlicher als andere Orte der Welt. Ist offen. Wien ist einfach nur der Tiefpunkt. Oh Mann, ja. Du kannst überall auf die Welt hinfliegen. Meine Freundin sagt immer, ach, die Leute dort sind so nett. Sie rauchen nur weniger. Die sind genauso nett wie überall. Oder nicht netter als irgendwo anders. Wien ist einfach nur ein ganz massiver Tiefpunkt. Es geht uns ja alle so schlecht in Wien. Ja, genau. Das ist... Ganz schrecklich. Also, wir werden mit der Umlebensqualität nicht fertig. Die schönen Menschen hier im Podcast, die sind in Marokko oder in London. Wo war ich letzte Woche? Im Keller. Ja. Sehr österreichisch. Hast du dort auch Monitorbräune abbekommen? Was habe ich? Monitorbräune? Ja, habe ich bekommen, durchaus. Ja, ich war im IT-Keller.
Ah, Podcast? Ich habe gepodcastet. Fremdgepodcastet? Ich bin fremdgegangen. Boah, ich fasse es nicht. Und zwar... Also du warst Gast in einem anderen Podcast. Ich war Gast beim IT-Keller und wir haben 2 Stunden uns abgenördert. Falls ihr glaubt, das hier ist ein Nerd-Podcast. 2 Stunden. Hört einmal den IT-Keller. Wir sind übrigens auch bald bei 2 Stunden, das ist schon sehr. Aber sprich, IT-Keller gibt es den schon lange, ich kenne den nicht. Den gibt es mittlerweile 16 Folgen lang. Sie haben jetzt zwischen Folge 12 und 13, glaube ich, 2 Jahre Pause gehabt. Jetzt haben sie es wieder aufgenommen. Jetzt machen sie wieder einmal im Monat regelmäßig Podcast. Und die haben ein hintergrundmusikfreies Stammlokal? Die haben ein hintergrundmusikfreies Stammlokal. Das nennen sie Büro. Auch nicht schlecht, ja. Ist sogar ein eigener Raum, den sie dafür dediziert haben, mit Kellergewölbe, deswegen IT-Keller. Herrlich. Ich kann nur sagen, reinhören in den Podcast. Also wir haben... Die trinken auch Bier dazu, oder? Haben ja, erzählt. Durchaus auch Bier. Habe ich beim Podcast-Meetup erfahren. Ja, wie wird man da eingeladen? Magie. Nerd sein. Schon schlecht. Solche Sachen. Und was nur ganz witzig war, eigentlich wäre ich an dem Tag bei einem Meetup gewesen, beim Vienna Abi, wo ich sehr gerne bin, bei dem Ruby Meetup. Ah, okay. Aber an dem Tag hat es mich nicht besonders gereizt, weil es um Chatbots gegangen ist. Es war ein Workshop und ein Vortrag über Chatbots und ich kann das Zeug langsam nicht mehr hören, weil es ist schon überall so Chatbots. Aber das ist doch schon ein uraltes Thema. R-Bot ist ja... Aber es ist jetzt, es hyped gerade und da ist es jetzt wieder total. Naja, jetzt hat Google ja ihren Allo rausgebracht. Ach so, die Art von Chatbots. Google ist gar nicht so der Trigger, glaube ich, sondern Facebook ist der Trigger. Aber ja, genau, ja, das ist, weil du kannst jetzt damit viel mehr machen, was du mit Facebook-Apps machen konntest. Und das ist, glaube ich, das, was es sehr pusht. Und gekommen ist das, glaube ich, mit dem Kauf von, wie heißt die Chat-App, die Facebook gekauft hat? Die große? Snapchat, WhatsApp. WhatsApp, genau. Da gab es ja schon die Bots und dort sind sie explodiert und damit jetzt auch mit Facebook mit explodiert. Und die haben, ich komme den Chatbots aus. Aber und was haben wir dann im Podcast diskutiert? Über die Intelligenz der Chatbots. Nachrichtengeneratoren. Ja, das ist auch alles wieder vorgekommen. Und so wie viele Leute hat der IT-Keller, also beim Podcast? Diesmal waren es 4, wobei das ist ein bisschen unregelmäßig. Ja. Wir haben es dann auch nachbesprochen bis 2 in der Früh. Also das war eine recht nette Runde. Habe ich sehr genossen. Cool. Auf diesem Weg Grüße vom Biertaucher-Podcast und dem IT-Keller. Ich habe auch in die Gegenrichtung empfohlen, also ich hoffe, Hörer herüberzuziehen. Vielleicht schaffe ich es ja, für meine Teaser-Austausch-Idee zu begeistern. Ja, da müssen aber wieder richtige Teaser her, nicht nur anteasern die Themen, sondern einen richtig schönen eigenen Teaser. Du meinst, wir sollten auch über das reden, was wir im Teaser sagen? Oder? Nee, dass wir wieder, wir hatten ja eine Zeit lang, dass wir wirklich einen Teaser noch extra gesprochen haben. Sketchmäßig oder sowas, oder ja, was ganz Kurzes. So sind nicht so lustig, muss man auch bedenken. Ja, okay. Ich erinnere mich, das war immer schwierig, weil wir schon besoffen waren und dann immer gewusst haben, wovon wir geredet haben. Du meinst, das sind wir uns im Nachhinein auch. Im Nachhinein auch. Ach nein, das lassen wir, das passt. Das, ja, das vielleicht noch ein Unterschied. Bei uns ist ja alles hochgeskriptet hier jetzt. Absolut, ja. Und außerdem wird nachher extrem nachbearbeitet. Also da werden Sachen rausgeschnitten und so weiter. Den Showmode gnadenlos reguliert. Ich schneide immer Ös und Es rein. Das Vorgelesene ist beim IT-Keller ganz anders. Und übertragen nämlich live. Wow. Die streamen. Boah. Da gibt es keine Zensurchancen mehr. Keine Zensurchancen. Wow. Gut. Ja, ich bin im Preis. Ja, schwer beeindruckt. Ich glaube, ich werde mal Feldforscher betreiben. Da habe ich übrigens eher ein schlechtes Gewissen. Also für die Leute, die sich gewundert haben, ich habe ja angekündigt, dass ich die Podcasts vom Podcast Meetup abarbeite und dann immer wöchentlich spreche. Bin jetzt aber nicht dazu gekommen. Bin gerade dabei, das Literadio zu hören, literadio.org, und habe da aber noch nicht genug reingehört, damit ich wirklich profund drüber reden kann. Aber ich werde dranbleiben, und wenn du jetzt beim IT-Keller warst, dann ist das natürlich gleich einmal ein guter Anknüpfungspunkt, auch gleich da mal dran zu bleiben. Das heißt, trotz meiner Inkonsequenz bleibt es dran, weil ich werde da auf jeden Fall weiter reinlauschen, was es da für Podcasts gibt. Ich habe 4 Episoden jetzt gehört, die letzten 4 eben. Eine war ein Special,
über Startup. Da hatten sie einen Gast, der ist ein nicht Inkubator, aber etwas relativ Ähnliches. Also es ist eine Firma, er selber hat ein Startup gegründet, dessen Aufgabe es ist, Startups zu gründen. Oh. Ein Rekursionsstartup. Geht aber jetzt nicht so um den, ja, geht nicht nur so um diesen Hype, wie das so überall durchgeht. Es ist eine relativ techniklastige Geschichte und recht solide. Also das war schon ganz interessant, obwohl das die etwas strenger zu hörende Episode war, die anderen waren leichter zu hören. Die waren, würde ich sagen, relativ vergleichbar, vielleicht sogar dem, was wir hier so quatschen, mit dem Unterschied, dass es halt fast ausschließlich Technikthemen sind. Mhm. Also nicht so Richtung China, ja, sondern wie hier. Genau, und tendenziell eher die aktuellen Sachen, die sich gerade so tun in der Technikszene, also wenn irgendwo was neu rauskommt oder so, da geht es mehr darum als hier. Okay, da will ich Konkurrenz für bilden. Jetzt direkt mach mal das. Technik. Ja. Turis Omnia Turis ist gerade rausgekommen, oder Turis Omnia, das ist eine gute. Ich verwechsel nur immer die beiden Wörter. Ich habe nämlich beides schon. Ja, ein Router wird jetzt ausgeliefert. Ja, das war eine Kickstarter-Kampagne. Hat 2 GB RAM oder 1 GB RAM, einen 1,6 GHz Prozessor. Richtig schöne Sache. Open Source. Kickstarter-Programm gewesen. Projekt gewesen. Im Februar, glaube ich, ist es zu Ende gegangen. Und jetzt habe ich es endlich wiederentdeckt und habe mir gedacht, das Ding muss ich bestellen. Und was kann das? Das ist ein WLAN-Router. Nein, das habe ich jetzt nicht wirklich erklärt. Es ist einfach ein WLAN-Router, Open Source. Und ja, also sie haben ein Wunder... Also das empfehle ich einem sowieso. Das Video zu der Kickstarter-Kampagne einfach anzuschauen. Die meisten fangen ja, die meisten Kickstarter-Kampagnen, in so eine leichte Musik. Also so das richtig schön. Irgendeine Kickstarter. Ja, genau, das könnte man sagen, das kommt bei allen vor, nur halt, dass die Töne eventuell in anderer Reihenfolge vorkommen. Also richtig leichtfüßig und die fangen das auch so ein bisschen an und dann steht da so ein Nerd mit einem Tablet, so wirklich so, als wäre er schon weitsichtig, altersweitsichtig und tippt mit einem Finger drauf. Okay. Sozusagen den Otto Normalverbraucher dargestellt. Sie sind nicht unsere Zielgruppe, so ungefähr. Und so richtig hart. Und sie haben dann auch einen Bösen mit einer Maske. Also herrlich. Also nicht Kundenbeleidigung. Ja, das ist ein... wir rechnen uns nur an Nerds, so ungefähr. Ja. Richtig gut. Zielgruppenbeschreibung. Ja, genau. Und entwickelt ist es von CZNIC, also der tschechischen Domain Name-Vergabestelle. Gut, okay. Also das hat Hand und Fuß und es ist Open Source. Das ist cool. Also überhaupt das Beste. Weißt du was mich, ja. Ich habe auch diesen Artikel gelesen und habe auch gedacht, ach, Open Source, weil ich bin ganz unglücklich zu Hause, habe diesen UPC-Router und der macht mich wahnsinnig und traurig eigentlich. Und meine anderen Routers sind eingegangen und habe mit denen überlegt und dann schreiben sie, okay, Open Source alles, Firmware alles und dann schreiben sie sowas Komisches rein und eine verteilte Firewall. Mhm. Da habe ich gesagt, Moment! Ja, ich bin da auch noch nicht ganz schlau draus, was das jetzt ist. Ja, ich verstehe es auch noch nicht, dieses Verteilte. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen so ähnlich wie beim wie die RBLs bei Mails. Also, das ist so ein Service, wo man dann, wenn man eine Mail bekommt, also das machen die Server, das muss man als Endbenutzer nicht haben, gucken die nach, ob der Empfangs-IP, die Sender-IP-Adresse schon bekannt ist, dass da viel Spam käme. Okay, das ist auf E-Mails auch gemünzt. Und das ist die RBL. Aber das, was die haben, ist sozusagen das Analogon zu, ich sperre alle Ports für diese IP-Adressen. Okay. Also, dass man, wenn man merkt, aha, da ist gerade ein Angriff am Laufen, das dann sperre ich nicht nur lokal, sondern sperre ich bei allen direkt die Ports von dieser IP-Adresse aus. Wobei, wann der Angriff losgeht, ist eh schon spät.
Ja, aber die anderen schon bereits schützen. Und so ein Angriff hat eigentlich mehr oder weniger nur damit zu tun, dass sie halt vor verschlossenen Türen hauptsächlich stehen. Also die melden an einen anderen Router desselben Modell so. Aber Vorsicht, da ist ein Angriff am Laufen, ja. Bitte macht da die Platz. Also das ist, habe ich verstanden daraus. Das klingt nach einem Angriffsvektor. Ja, stimmt, genau richtig. Genau dasselbe habe ich gedacht. Das klingt nach, diese Intrusion Detection Systems sind, also IDS kurz, sind meistens so, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Mhm. Und ich hoffe, das kann man erstens ausschalten. Zweitens, ist das auch Open Source? Und drittens, was ist dieses komische eigene Turis-Betriebssystem, was da noch drauf laufen soll? Ja. Weil OpenWRT läuft auch drauf. Also anscheinend haben die mit Virtualisierung, das haben sie auch geschrieben, mit LXC kann ich da auch mehr machen? Kann ich mein nur OpenWRT drauf aufspielen? Also ich gehe mal von aus, dass man es kann. Du hast so einen gekauft? Nein, noch nicht, aber wenn ich ihn jetzt kaufen würde, wäre er im Dezember da. Ich bin neugierig, ob du was zu berichten hast, weil das würde mich auch interessieren. Wenn man OpenWRT einfach so drauf spielen kann, dann bin ich gebeilt für das Ding. Aber wie du schon gesagt hast, ist vielleicht eher die Frage, jetzt hat sich ja einiges verschärft in der Router-Gesetzeslage, weil sie Angst haben, dass man da andere Funkfrequenzen verwendet, sodass sie gemeint haben, man wird vielleicht in Zukunft OpenWRT auf Router noch drauf spielen können, aber gerade so die Konfiguration von diesen Funkfrequenzen wird ein abgesperrter eigener Bereich sein. Wie sie das und ob sie das gelöst haben mit den Router. Die Frage ist auch, ob dann DSL auch darüber geht, über das Abgesperrte von OpenWRT oder an OpenWRT vorbei. Das ist eigentlich auch so eine Frage. Wenn nämlich dieses Betriebssystem unten drunter so löchrig ist wie ein Schweizer Käse, nützt es mir nichts, wenn das Betriebssystem, was nur in einem abgeschotteten Bereich läuft, sicher ist. Also das mag ich dann auch nicht. Also für mich ist das nichts wert erstmal. Das sind für mich nur Worte. Also abgeschottetes System, ich weiß nicht. Na gut, interessantes Ding, aber noch viele Fragen, die man dazu recherchieren muss. Mhm. Aber prinzipiell begrüßenswert, dass es mal so ein Projekt wieder geschafft hat. Ja, überhaupt reden wir mal von der Hardware. Die Hardware kostet ca. 300 Euro und nicht ganz günstig, aber das ist top. Also bis zum geht nicht mehr, alles Mögliche drin. Und sie haben auch eine Pin-Leiste wie der Raspberry Pi, worüber du das Ding steuern kannst. Sie haben auch direkt gesagt, ja, schließ eine Soundkarte per USB an, kein Problem. Oder sie haben einen SIM-Karten-Slot drin, aber es ist kein Modem vorhanden. Aber das Modem kann man per PCI Express einbauen und anschließen. Cool. Ja, also das steht alles frei und das finde ich schon ziemlich cool. Ja, mehr freundlichere Hardware ist mein Postulat. Ja, genau, richtig. Ich hätte auch gern wieder, ich hätte ein Raspberry Pi als Smartphone, wo ich der einfach nur bootet und ich schiebe eine Flashkarte rein und es bootet. Vielleicht willst du ja einen Sirius. Aha. Hast du vom Sirius gelesen? Nein, noch nicht. Ich bin ganz Ohr. Der Haken dran ist, es ist ein Windows-PC, aber der Formfaktor ist ganz interessant. Das ist ein neuer Formfaktor, den ich so noch nicht kannte. Ich zitiere so einen Artikel im Standard, den werden wir verlinken. Ein Mini-PC, der Tablet, TV-Box und Desktop-Rechner ersetzen soll. Das Ding ist so groß, dass du es mit einer Hand halten kannst, also Handflächen groß, vielleicht etwas so groß wie jetzt dein Telefon von der Länge mal Breite, nur von der Höhe ist er wesentlich dicker, also ich würde sagen doppelt so dick wie ein Smartphone, etwas schräg, also es ist kein Quader, sondern es ist so, dass wenn man so dass die Oberfläche so ein bisschen schräg liegt. Und diese Oberfläche, also eine der großen Flächen von diesem abgeschrägten Teil da, ist gleichzeitig auch ein Display. Das heißt also, während du mit dem Ding herumläufst, läuft es mit Akku und bedient dieses eine Display, das ist gleichzeitig ein Touch-Display. Das heißt, du kannst also in der U-Bahn, sagen wir mal, lesen damit. Wie ein Tablet, nur klobiger. Eigentlich wie ein kleines Tablet, also Tablet in der Größe eines Telefons, nur dicker und klobiger, weil da drinnen ist ein Atom-Prozessor und da drinnen ist ein bisschen RAM und ich glaube, es ist auch ein SSD drinnen. Das wäre eben der Ersatz jetzt vom vielleicht vom Tablet.
dann das Ding kann auch streamen und nachher hat WLAN und so weiter, aber das könnte ja Tablet auch noch, aber es will auch einen Desktop-Rechner ersetzen. Also du, es hat auch die Anschlüsse, die Standardanschlüsse für den Monitor, also HDMI okay, und so weiter. Na, das gerade nicht. was ich dann wieder als ganz lustiges Konzept gefunden habe, was machen sie dann mit dem hübschen Display, das man da hat, wenn man es angestöpselt hat, das ist ja dann quasi sinnlos, weil das kleine Display hat ja sozusagen gegen den großen Monitor keine Chance. Ja. Aber nachdem sie auch ein Touch-Display ist, ist das gleichzeitig dann das wie sagt man bei einem Laptop? Touchpad sozusagen. Du kannst damit dann... Folgendes Touchpads. Nifty, ja, ist eine nette Idee. Fand ich ganz nett. Also ist ein bisschen ein neuer Formfaktor. Ja. Ist das nett. Passt noch in eine Manteltasche? Oder ich würde sagen, in so eine Sakko-Tasche wirst du das noch reinkriegen, aber in eine Hosentasche wirst du das nicht mehr reinkriegen. Mhm. Dafür wird es wahrscheinlich dann auch zu schwer sein, das Ding, glaube ich nicht. Aber es ist so die Idee, also sie im ich glaube, es ist auch ein Kickstarter oder Indiegogo-Video. Also so eines von diesen Videos, das du zuerst ein bisschen verarscht hast, ist auch dahinter. Und da steckt es dann einer so in seine Tasche rein und fährt mit dem Rad weg, weil es halt so leicht ist. Das ist so die Idee. Da fällt mir auch wieder mal was ein. Ja, tatsächlich so ein Laptop in weniger als 7 Zoll, was als Telefon oder sowas. Das war aber nicht bei Indiegogo oder Kickstarter, sondern bei, ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie die dritte Plattform heißt. Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber auf jeden Fall ein Laptop mit einer echten Tastatur, aber eben nur für Daumenbedienung gedacht. Also das heißt, du kannst nur mit den Daumen drauf tippen, weil das zu klein ist. Nokia Communicator. Ja, genau, richtig. Die Nokia 9100 und so weiter, die hatten ungefähr. Aber mit moderner Hardware, oder? Ja, auf jeden Fall. Du weißt den Namen noch, oder? Nee, den weiß ich nicht. Ich habe das auch nur dieser Tage mal so rumgestöbert. Und mir ist aufgefallen, dass es kaum etwas unter 11 Zoll gibt. Ich habe nämlich sowas wie das, ich glaube, die Z-Serie von Sony war das mal. Das waren 7 Zoll Laptops. Wunderbar, wenn ich Bereitschaft habe, darauf was machen, kein Problem. Das reicht mir völlig aus. Aber sowas wünsche ich mir. Ich schieße eine Hardware. Ich brauche nur eine Shell. Ja. Und WLAN. Vielleicht nein, ich hab so einen orangenen Z-Sony-Dingsbums da, das ist ein Atom-Prozessor und die Sensoren, die einbaut sind Murks, die werden mit der Zeit hin. Das ist das, was ich mir erzählt habe, mit dass der Mauszeiger drüber läuft, wenn du den Laptop schief hältst, weil er glaubt, dass der Sensor jetzt ansprechen muss und so. Also das ist ziemlich schlechte Hardware für das Geld gewesen. Also die haben damals so 900 Euro gekostet, die Teile. Super Display, aber der Rest ist mies. Ja, die Displays waren atemberaubend gut. Die waren so 1600 mal 800 Pixel oder so. Ja, also das ist unglaublich. Nicht 16,9, sondern eher so 16,6 oder so vom Formfaktor. Ja. Ganz breite Displays. Unglaublich hohe Auflösung. Und extrem hochauflösend, ja. Ja, das fand ich auch. Und super spiegelnd. Ja, das fand ich fürchterlich. Ja, ich habe leider so ein Ding nicht. Und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht damals so ein Ding. Aber okay, jetzt wäre der Akku schon kaputt. Aber jetzt gibt es solche Sachen nicht. Dabei würde ich es mir wünschen. Oder ein Mobiltelefon mit Hardware-Tastatur. Gibt es auch derzeit überhaupt nirgendwo. Ja. Da argumentieren sie ja dann nicht mehr Bluetooth-Tastatur dazu. Ne? Das ist unbrauchbar. Ich brauche irgendwas, wo ich dann wirklich das... Was den einen Gerät haben willst, dass das auch unterwegs verwenden möchte. Ohne Überleitung kann ich etwas anderes erzählen. Da haben wir ein Gerät für den Fahrtwirt bei dem, was ihr redet. Ich war auf der Comics in Wien und kann davon berichten. Ja, bitte erzähl. Und ich habe dort Geld rausgehaut. Und aber noch viel besser. Dankeschön, ja. Peace of me. Der Gregor wird nächste Woche rezensieren, hoffentlich. Und ja, was ist die Comics? Die Comics ist eine Messe für, also Comic-Tauschbörse ursprünglich. Gibt es schon sehr lange, war ursprünglich in der Längenfeldgasse beheimatet und ist jetzt übersiedelt in den Schlachthof St. Marx, also in die St. Marx Halle, im ehemaligen Schlachthofgelände. Zack, wo ist die denn? Bei U3, wenn es Landstraße, Hauptstraße rausfasst. Zum Bus. Und ja, ich war dort auf Einladung von Michael Furtenbacher, bekannt vom Schock 2 Podcast und vom Podcast-Treffen.
Genau, und mich auch angeschrieben. Ja, war auch total nett. Ich war auf der Gästeliste. Ich war ganz, ganz wichtig und habe nicht lange Schlange stehen müssen. Ach, cool. Gesagt, ich bin auf der Gästeliste. Ich wurde gleich hineingewinkt werden. So seid ihr Comic-Nerds. Ja. Und die anderen Comic-Nerds, die von Star-Trooper-Typen bewacht wurden, haben Schlange stehen müssen. Und ja, das war angenehm groß, die Halle, vor allem im Vergleich zu der Comic-Con, die letztes Jahr in Prater war, okay. In den Messehallen. Also es war sehr geräumiger, man hat mehr Platz gehabt und es waren sehr viele Comic-Händler dort, die halt diverses Nerd-Kram verkauft haben, also alte Comics, Lassie-Hefte, kleine so Spielzeugfiguren, komplette Star Wars Todessterne, also alles was sammeln, man braucht, ja. Sammeln kann. Genau, also man kann dort Geld ausgeben für Nerdkram, Spielzeuge. Und ich habe mich dann mit Michael unterhalten auf seinem Shock 2 Stand und mit ihm gequatscht. Und er hat auf seinem Stand zu Gast gehabt einen sehr netten Comiczeichner. Da hat er gesagt, der Typ ist sehr nett. Und dann habe ich prompt mit ihm geredet und er war auch sehr nett. Und er hat auch seine Freundin dabei gehabt und dann haben wir so gequatscht. Und ich wollte eigentlich nicht Geld ausgeben, also was brauche ich Comics. Und dann war der aber wirklich so nett und hab ich halt sein Werk bewundert, was ihr halt da durchschaut. Das heißt Case of Me, sein Webcomic. Und er hat jetzt aber auch zwei Buchformen davon herausgegeben. Und er hat mir dann einen Deal gemacht für zwei Bücher zu einem Spezialpreis. Und das habe ich dann gekauft, weil er einfach so nett war. Habe inzwischen das erste Buch fertig gelesen von ihm. Und also das ist jetzt definitiv auf meiner täglich schauen Liste, ob er schon einen neuen Webcomic hat, weil das einfach sehr nett sind. Er schreibt aus seinem Nerdleben. Also wie er mit der Freundin zusammenlebt, wie er vom Schreibersblock terrorisiert wird, der ihn hindert am Kreativsein. Und von der kleinen Katze, die kommt natürlich auch vor. Also das sind durchaus Szenen aus seinem echten Leben. Ja, war auch. Und die Hauptfigur sozusagen, seine Freundin, ist auch seine echte Freundin aus dem Laden am Stand. Das ist sehr, schaut genauso aus. Die schaut genauso aus, ja, auch so zweitig und so weiter. Nein, es waren einfach. Und so harte Kanten und schwarze Striche. Nein, es war einfach. Me, und bleich. Okay. Ja. Und was man halt merkt, wenn man kurz einen Blick reinwirft, er ist halt Grafiker, also er zeichnet gut. Das ist ein ganz eigener Style und so. Und die Geschichten habe ich recht nett gefunden. Okay. Und ich habe dann so mit ihm herumgenördet, ob er schon einen Flutter-Button auf seiner Homepage hat und wie er davon lebt und so, aber er war total, also er ist sehr nicht kommerziell unterwegs. Ist Österreicher oder Deutscher? Was ich mitgekriegt habe, ist er Österreicher, aber ich traue mir jetzt nicht ganz sagen, welcher. Ja. Ich kann nur sagen, er war nett und er zeichnet gut und ich bin jetzt Fan von seinen Comics. Ja, der Grafikstil ist zumindest schon mal ansprechend. Das finde ich ganz hübsch. Hast du das auch mitbekommen von dem, die sieht man jetzt öfters in den Tabakgrafiken, ist mir aufgefallen, von Ash? Ja, Ash, genau, darüber wollte ich reden. Austria Superheroes. Genau. Weil das, wobei alles, was ich jetzt sage, ist das, was ich mir gemerkt habe von dem, was mir der Michael erzählt hat, weil ich habe nicht wirklich recherchiert oder so. Ich hab, mir ist es aufgefallen in Tabakgrafiken und ich habe es im Shock 2 ist es auch schon angelesen worden. Weil ich habe so gefragt, gibt es kollaborative Comics oder gibt es eine Art Open Source Äquivalent, dass mehrere Leute zusammenarbeiten und ich habe erzählt von diesem Carrot und Pepper und Carrot Comic aus Frankreich, der wirklich frei lizenziert ist, genau, aber da wollte ich halt wissen, gibt es da irgend sowas, wo halt wie bei Linux mehrere Leute zusammenarbeiten, um gemeinsam was Größeres zu schaffen. Und dann hat der Michael gemeint, dieses Ash Austrian Superheroes geht ein bisschen in diese Richtung, da haben sich halt in Österreich welche zusammengefunden und machen jetzt sehr lokalen Superhelden-Content, also mit sozusagen Österreich-Man und der trifft dann den Bürgermeister Häuptl und so, das Donauweibchen ist eine Superheroin und so. Wir sind schon viele Ausgaben draußen oder so, ich gehe immer dran vorbei und Und das, wenn ich jetzt richtig, die waren dort, aber ich war dann ein bisschen zu faul und zu müde, da wirklich mit denen ein Interview zu führen. Aber was ich mitgekriegt habe, sind das mehrere, die halt versuchen, ihre Kräfte zu bündeln. Und sind angeblich auch sogar verkaufen nach Deutschland hinaus. Also tun so ein bisschen oder so. Und ich habe dann gefragt, ja, wann gibt es nicht in Österreich so ein Marvel oder so ein DC, so ein riesen Comic-Haus, was dann so tausende Spider-Man-Verfilmungen pro Jahr heraushaut? Warum gibt es das in Österreich? Warum gibt es das in New York? Ja, warum nicht in Österreich? Michael, der... Ja, in Österreich ist es Kifferman. Kifferman, ja, ich wäre totaler Kifferman-Fan. Und der Suderer. Der Suderer, ja, der Sudermonster. Und Wien heißt Raunswil oder so. Die Tschecher ran. Ja, genau. Ja, ich finde, Stoff geht es ja genug. Ja, aber Ash zeigt sie vorher. Ja, genau, die gehen eher ein bisschen in die Richtung. Und der Michael hat dann gemeint, halt, er hat in New York geredet mit dem Chef von Marvel, weil er viel herumkommt in seinem Podcast. Und er hat halt so gesagt, dass sich sehr wohl die Comiczeichner
Community sozusagen globalisiert und Marvel kann sich jetzt auch wirklich, also er hat gesagt, er hat mit ihrem Chef geredet und er hat gesagt, in den 60er Jahren hast du der Beste von New York sein müssen, in den 70ern der Beste von den USA, dass du genommen wirst als Marvel-Hauptzeichner und halt musst du global der Beste sein. Weil es einfach globalisiert und die haben Zeichner von den Philippinen und von Afrika und also von Amerika. Also wirklich groß. Genau, und das wird alles übers Netz synchronisiert. Mhm. Also der sitzt halt irgendwo, ladet das rauf auf einen Server und ein anderer koloriert das dann, also Arbeitsteilung und so. Also das sind eigentlich ein globaler Konzern und da stinkt Österreich natürlich nicht mit. Also die haben jetzt schon ja, 20 also Jahre Gleichsprung oder 30 Jahre. Und auch die Tradition dahinter. Ja, ja. 60, ja. Und dann wollte ich halt wissen, gibt es irgendwie so, was weiß ich, afrikanische Comics oder irgendwas, was wir jetzt halt nicht kennen, so wie die Manga. Also halt das Franco-Belgischen zum Beispiel. Ja, ja. Und dann hat er gemeint, er weiß, dass es indische Comics gibt, die halt ein bisschen anders ticken und auch anders gezeichnet sind. Und er hat auch gesagt, es gibt jetzt gerade was von einer arabischen Comicserie. Okay. Und so. Die darf man nicht vergessen, ganz in Asien, also in Japan und so. Ja, aber das weiß man ja. Dass du meinst, was Exotischeres. Ja, ich habe da gibt es halt sozusagen unentdeckte Manga-Kulturen, die von denen wir als Europäer nichts wissen. Und er hat sich da jetzt auch nicht. Er hat gemeint, es gibt sie, aber er kennt sich da jetzt auch nicht so aus. Und sonst diese Comics, also nicht Comics-Con, sondern Comics-Veranstaltung war ganz okay, aber war hauptsächlich halt für Leute, die jetzt da was kaufen wollen. Mhm. Und sehr präsent war die. Das ist jetzt richtig Squadron 501 oder so, also die österreichischen Star Wars Stormtrooper, die so verkleidet als Stormtrooper herumlaufen. Die haben sehr cool, die haben patrouilliert, wie die Leute Schlange gestanden sind. Also, das hat extrem cool gewirkt. Und die haben auch einen riesen Stand gehabt. Ich glaube, da gab es mindestens drei so Star Wars Reenacting Groups. Und also du hast ja voll ins Star Wars Imperium hineinkippen können. So eine riesige Laserkanone aufgebaut, wo die kleinen Kinder dann so ziehen durften damit. Und dann hat es etwas gegeben, das habe ich jetzt als nicht total Nerd, also nicht total Comic-Nerd, sehr lächerlich gefunden. Das war dann so eine Bühne und dann haben dann so Leute als Jedi-Ritter verkleidet zu so sehr lauter Musik mit so Plastik-Laserschwächen aufeinander eingehört. Das war so ein Reenacting oder so. Und die haben das sehr ernst genommen. Das ist auch Tradition. Ja, aber wahrscheinlich war ich verwöhnt von dem Mittelalterfest, wo es mit echten Schwertern aufeinander gehauen haben. Dass man das alles ein bisschen das Kostüm mit echten Blut. Das nicht, okay. Wahrscheinlich muss man da nicht das extra sein. Und sonst habe ich noch gefragt, ob man da reich wird als Comic-Händler. Und der Michael hat mich dann hämisch darauf hingewiesen, dass keiner von den Typen dort eine Registrierkasse hat. Das heißt, die sind alle unter einem gewissen Umsatz. Und also das dürfte eher also so sein, dass man das als Hobby betreibt. Als Zweitverdienst und so. Auch der von Piece of Media hat gesagt, er hat einen typischen 9-to-5-Job. Und am Abend setzt er sich hin und malt halt seine Comics zum Entspannen sozusagen. Ja, spannend. Zu Comics und Star Wars kann ich sogar was beitragen. Bitte. Kaum zu glauben, ja. Mhm. Dort wurde auch der erste österreichische Star Wars Fanfilm präsentiert. Also jetzt nicht, es war keine Erstpräsentation, aber er wurde dann auch wieder mal gezeigt. Der heißt Regrets of the Past. Okay. Und der wird in wenigen Monaten, wenn es jetzt nicht eh schon der Fall ist, aber ich glaube, es ist noch nicht so weit, auf YouTube frei verfügbar sein, für alle zu sehen und open und free und so. Cool. Wird auch bald Englisch gedubbt. Das wird es auch bald geben, also können sich dann auch Leute von anderswo anschauen. Das ist ein österreichisches Fanprojekt. Genau, voll. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich habe so viele kennengelernt von den Leuten, die das gemacht haben. Und der Film dauert eine Stunde. Ich war bei der Premiere im Gartenbaukino vor ein paar Monaten. Ich bin selber kein Star Wars-Fan, aber ich habe den Film natürlich vorher angeschaut, um natürlich ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr authentisch gemacht. Irgendwie wirklich das Gefühl, es ist ein Star Wars-Film. Nur auf Deutsch. Also wir haben nicht gespart mit... Nein, es war irrsinnig professionell gemacht. Mhm. Sie haben die Sounds von vom Originalfilm selber und sie haben, was ich besonders cool finde, das Imperium... Imperial March? Nein, die Musik, sondern sie haben irgendwas Wichtiges haben sie jedenfalls bei den Arkaden in der Hauptuni gedreht und das schaut so super aus. Ja. Todesstern vielleicht? Nein, es war das Gute. Das ist da, wo die Jedis sind. Rebellenbasis? Ja, vielleicht sowas. You see, I'm not that well informed, aber gut, also coole Hintergrundszenen. Und, kannst du dich erinnern, haben sie die echte Star Wars Musik drin gehabt? Ja. Haben sie das zusammengebracht mit den rechten Worten? Sie haben das nehmen dürfen, sie haben es gekriegt von Disney, aber dürfen dafür kein Geld einnehmen. Mhm. Dann war es okay. Achso, deshalb muss auch frei bleiben. Genau. Ja, cool, ja. Eigentlich cool. Ja. War Passion Project von diesem Regisseur, also der hat wirklich in 4 Jahren daran gearbeitet. Es waren 120 oder mehr Leute involviert in das ganze Projekt. Das ist ein Wahnsinnstrom. Die haben alle noch einen Job nebenbei gehabt oder Geld für
Ja, ja. Ich habe mal ein echtes Leben gehabt, ja. Genau, ja. Cool. Ja. Du weißt, wie der Film heißt? Oder? Regrets of the Past. Regrets of the Past. Genau. Okay. Den gibt's ja auf YouTube. Vor dem genau. Deutsch und Englisch. Passt. Theater, das hatten wir heute noch nicht. Das damit hätten wir auch Kultur gut abgedeckt. Ich war im Theater in der Josefstadt. Schön. Und zwar die Premiere von Der Schwierige von Hoffmannsthal. Das war die Premiere. Ja, also Premiere, das ist mit dieser Aufführung. Ja, okay, diese ja, ja. Nicht die Uraufführung. Nein, die, okay. Das ist die Uraufführung. natürlich Uraufführung. Also, ich war in der Premiere und ich habe jetzt nicht so wirklich was erwartet. Ich wusste, das Schwierige, worum es geht, das werde ich jetzt nicht unbedingt groß... Nicht spoilern. Spoilern kann man beim Theaterstück sehr schwer, besonders bei dem. Du meinst, weil das schon so... Hast du im Vorhinein gewusst, worum es geht? Zum Teil. Ich wusste, dass es ein lustigeres Stück ist. Hoffmannsthal ist zwar nicht ganz so krass wie Kafka, aber nicht unbedingt leichte Kost. Das Deutsche ist auch nicht gerade leicht, aber verständlich, auch noch in der heutigen Zeit. Es ist nur witzig, dann die ganzen Wörter zu hören. Was war denn da nochmal? Konfusion war so ein richtig schönes Wort. Also solches Deutsch kam davor. Ja, Konfusion ist ein Das könnte man heute schon fast wieder als modern bezeichnen. Ja. Echt Knorke. also das Stück handelt von einem, spielt ungefähr im Ersten Weltkrieg oder kurz danach, handelt von einem ehemaligen General, der jetzt der Graf ist und da eigentlich eine Frau da kennt, die sich mal in ihn verliebt hat und er hatte auch mal Interesse und in Dialogen erfährt man Hintergründe, man erfährt über andere Personen etwas und es ist doch schwierig für ihn, zu ihr hinzufinden. Und es gibt andere Frauen, die sich für ihn interessieren. Und es gibt auch eine Beziehung, die gerade auseinandergeht. Die Gespräche, also die Dialoge, waren sehr lang. Also es ist unglaublich, wie lang man eigentlich so ein Gespräch um nichts führen kann. So richtig schön tragisch. Mag ich so mag ich manche. Eben, das ist auch. Ja, das ist so ein richtig schönes Stil. Laberstück. Ja, die reden da und statt eben zum Punkt zu kommen, gibt es eine kleine Vergewaltigungsszene. Heutzutage würde man Vergewaltigung zu sagen. Es war nur eine Verküssigung. Und sie redet dann circa 2 Minuten darüber, dass sie es eigentlich nicht mag. Und dass sie kein Interesse hat. Ja, es ist nicht so direkt ausgedrückt und dadurch wird die Spannung aufgebaut. Also es sind die Dialoge, die langgezogen sind, die das Stück spannend machen, sich so kompliziert wie möglich auszudrücken. Und das ist auch dann der Inhalt des Stücks. Der Hauptdarsteller hat das Problem, dass er alles, was er sagt, zu einer Konfusion führt. Also das... Das macht ihn so schwierig, sozusagen. Ja, genau, dass man ihn nicht versteht, ja, also missversteht. Nein, das macht macht es nicht absichtlich. Er sagt es zum Schluss selber, dass er sagt heute nichts mehr, weil alles es sorgt nur dafür, dass ihn jeder missversteht, wenn er was sagt. Und allein schon diese Selbsterkenntnis, das auszudrücken, war so kompliziert, dass man das wieder missverstehen konnte für den anderen. Okay. Also ein interessantes Stück. Zu den Schauspielern. Es ist eins der ersten Theaterstücke überhaupt, die ich sehe, aber ich weiß ungefähr, wie Theaterschauspieler so sind, weil ich Auszüge aus Theaterstücken zum Teil kenne. Und ich bin echt erstaunt, wie realistisch die Darstellung war. Also die Dialoge klangen vollkommen natürlich, als würden die gerade wirklich so einen Dialog gerade führen. Bis auf eben, dass das Deutsch ein bisschen altbacken klang, war das wirklich bemerkenswert. Echt, ja. Das ist das faszinierende Theater, wenn das funktioniert. Ja. Und da kann das Konstruierte des Fernsehens und des Films auch dann nicht mit welchem Funke überspringen. Cool, ja. Also viel besser, das
super. Vor allem ist die Qualität in der Josefstadt sehr hoch, finde ich. Ja, das habe ich auch gehört, dass das Qualität und das haben wir auch. Du warst in der Josefstadt, oder? Ja, im Theater in der Josefstadt. Das Stück läuft auch noch, weil es war erst am Donnerstag die Premiere. Das andere war wiederum, immer wenn sie in irgendeiner Weise was getan haben, also mit dem Körper irgendwie sich bewegt haben, war das unglaublich schnell, also unnatürlich schnell. Es war schon fast, ich schaue mir gerade Flash an, die Serie, derart schnell, also unnatürlich schnell. Und das, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt so gut passt, aber okay, gut. Das ist dann ein beabsichtigter Effekt. Ich glaube schon, ja. Also wenn jemand sich rumdrehte auf so einem Hocker, zack, war er rumgedreht und schaut das Publikum an. Das ist natürlich nicht besonders natürlich, aber okay, gut, gehört wohl dazu. Eigene Dynamik reinzubringen oder so. Ja, um Dynamik mal ein bisschen Tempo reinzubringen. Zumindest in der Bewegung, ja. Ja, es ist was anderes gewesen. Was modern inszeniert oder waren traditionelle? Okay, ja, schön. Also das Bühnenbild war rein in Weiß. Also man muss sagen, das Theater in der Josefstadt ist ein richtig altes Theater mit den Tribünen und so weiter. Das merkt man, dass das alt ist. Und es ist auch ziemlich klein, also nichts im Vergleich zur Staatsoper. Und ja, okay. das Bühnenbild war in Weiß gehalten. Es stand ein Hocker drauf zu Anfang und es waren so weiße Kästen an der Decke weiter oben. Das war so U-förmig und hatte so ein Leichtigkeitsgefühl dann vermittelt. Okay. Und im Hintergrund war dann eine schwarze Wand. Mhm. Auf der rechten und linken Seite kamen dann ab und zu die Schauspieler, je nachdem, hervor und manchmal von der rechten und manchmal von der linken. Das sollte ursprünglich in einem einzigen Raum spielen und dann kamen sie dort, ohne Türen oder sonst was, das haben wir einfach weggelassen. Mhm. Und irgendwann, mitten im Stück, kommt da irgendwie so eine ganz komische Szene, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Der Hocker wird weggetreten und die Wand fällt um und wird zu einer Bühne. Auf der Bühne. So ein, wie ein Parkett, wie ein Tanzparkett. Es soll nämlich jetzt auch was anderes darstellen. Und es ist dann alles weiß. Also das schwarze Element ist dann komplett verschwunden. Ja, das schwarze Element ist dann zu Boden gekippt. Und das letzte, der dritte Teil nach der Pause, da hatten sie dann diese weißen Blöcke, die an der Decke hingen, ganz stark nach unten gehangen und dadurch hatte es eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Das ist ziemlich gut gelungen, sie haben wirklich da was transportiert. Es sollte nämlich dann ein Vorraum sein. Das passte super. Also das fand ich wirklich beeindruckend, mit so einfachen Mitteln so eine Wirkung zu erreichen. Mhm. Was ich jetzt allerdings vielleicht bemängeln könnte, ich mag diese modernen Inszenierungen nicht, weil das ist ein Satz, den man oft so hört. Das nicht irgendwie zu dem Stück. Von vielen hört man irgendwie so, ja, das ist halt graue Bühne mit Leuten in grauen Anzügen und das ist die moderne Inszenierung. Ja. Wo bleibt da noch die Gestaltungsfantasie, außer dem Reduktionistischen? Ja, also ich hör das nicht einmal. Genau, richtig. Es wurde stark reduziert. Die Kleidung war modern. Sie hatten Anzüge an. Beziehungsweise Kleider, die man heutzutage auf einem Ball tragen würde. Also sind nicht im Fall des Jäckel-Modus angelaufen? Überhaupt nicht. Also, dass das ein Stück ein Jahrhundert alt ist, hat man nur an der Sprache mitbekommen. Und das war es dann eigentlich schon. Also, das war minimalistisch und gleichzeitig mit moderner Kleidung. Ja, das war irgendwie komisch. Vielleicht war es das Wesentliche reduziert und zwar aufs Wort. Das kann sein. Ja. Zum ist Wort. Oft so. Aber ja, wie gesagt, einige moderne Inszenierungen habe ich auch gesehen. Mhm. Und das funktioniert oft so nach dem Schema schon. Ja. Das erinnert mich gerade an Geschichten aus dem Wiener Wald, die Oper. Ja, okay, eine andere Geschichte. Habe ich auch hier erzählt. Eine Sache wollte ich noch sagen. Mhm. Und zwar, eigentlich ist es so bei Theaterstücken immer, die wurden auf astreinem Hochdeutsch gesprochen, besonders in Wien. Theaterdeutsch, genau. Ich wollte es nicht so direkt sagen. Unnatürlich klingt, ja, also wirklich Hochdeutsch. Das ist bei dem deutschen Schauspieler definitiv der Fall. Passt aber auch wirklich gut. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Es ist realistisch, also das Deutsche würde ich auch so aussprechen als Deutscher. Die anderen Schauspieler auch, aber dann der Neffe des Hauptdarstellers,
der Hauptperson, sollte ein Wiener sein. Und was hatte er? Richtig schönen Wiener Dialekt. Ja, schön. Das war brillant, das war schön richtig passt, schöne, ja. Das war wirklich passend, auch ja. Aufgesetzt, das hat ja. Sich gut eingefügt. Schön. Ja. Der hat mich ein bisschen an, den, an die Rolle aus Funny Games erinnert. Ach, an welche jetzt? An einen Psychopathen? Der ja, genau, ja, richtig. Schon, an den Schlanken, nicht an den Dicky. Gar nicht. Nicht immer an den Dicky. Also, du klingst da sehr begeistert. Ja, ich kann es empfehlen. Ja? Definitiv. Gut gespielt. Wie ist die Kulinarik? Ich muss unter Jungs es gibt Brötchen. Es gibt Brötchen. Ja, die sind jetzt nicht so berauschend. es gibt dann auch ein paar Pralinchen. Und wenn ich was essen würde, würde ich beim Italiener in der Nähe dann eine Pizza hingehen. Holen und da drin. Und dann in der Küche dann essen. Nein, nein, um Gottes Willen. Ausgehend schon am Slash-Filmfest. Oder dann in die Hummel, die ist schon ein bisschen weiter weg Richtung. Das Hummel, ja. Okay. Ja, das fand ich aber nicht so toll bei der Hummel. Naja, gut. Ja, ja aber, sehen wir ja, an, wann man hingeht. Ja, ja das klingt cool. Das kommt auf also, ich empfehle es, wer Theaterstücke mag und besonders Hoffmannsthal. Kann man sich das anschauen. Ja, definitiv. Ja, überall, überhaupt geht es ins Theater, Leute. Richtig. Also, man kann es sich wirklich leisten, man muss sich nicht die teuersten Plätze nehmen. Und gerade in Wien. Gerade in Wien. Burgtheater, Akademie, Burgtheater, Akademie, Theater, Volkstheater, Josefstadt. Es gibt so viel Spannendes, ja. So viel gutes Zeug. Ja, genau, ja. Nicht zu vergessen. Ja. Hammer, bin ich übrigens. Apropos, das ist ein Termin, den ich ankündigen kann. Ich weiß aber nicht, wann er ist. 25. glaube ich. Aber der Big Brother Award ist jetzt ach, sehr ach, so kein Theaterstück. Obwohl es ja auch ein Theaterstück. Ein Theater der traurigeren Art. Ja, ja. Heute ist Brett vom Kopf. Ja, ja genau, Verleihung. Stimmt. Och, ja. Och. Ich habe eine super Überleitung. Die Überleitung in die Verabschiedung? Nein, nein, noch Horst redet noch mehr. Und zwar zum Gott. Thema. Mein Lieblingsbuch. Zum Thema Tapetenwechsel und Leute, die viel reden. Ja. Ich habe mir zu Hause einen. Also Vorgeschichte, ich habe sehr profitiert vom Couchsurfen, speziell wenn ich in England war oder bei Tech-Konferenzen in anderen Städten, war immer Couchsurfer. Also ich habe ihn wieder angeschrieben und habe dort gecouchsurft, also ohne Zahlen übernachtet. Ach ja, ja, genau. Ja, das ist das Sinn von Couchsurfing. Du hast mir auch schon Couchsurfer vermittelt. Ach, ja, den Sven. Mhm. Genau. Und was ich aber erst bislang einmal oder zweimal gemacht habe, war selber wen gehostet. Das heißt, dass ich meine Wohnung zur Verfügung gestellt habe für wen Fremden. Und ich finde, es gehört sich aber, wenn man viel profitiert, dass man das auch zurückgibt. Und das ging halt nicht. Nicht nur Leech, noch Sieben. Ja, ja, eben weil meine jetzt Ex-Freundin hat das halt nicht so mögen. Ne? Und jetzt bin ich der Boss in meiner Wohnung und hat gesagt, Couchsurfing. Und habe einfach mal auf Accept geklickt. Ja? Ja, weil man dachte, ich kann jetzt eh nicht großartig in die Welt rausfahren, muss arbeiten und so, aber ich kann ja die Welt zu mir kommen lassen, habe ich gerade. Ne? Und dadurch habe ich gewisse Sachen gelernt. Erstens mal, es ist sehr lustig und es ist so ein bisschen wie dieses Chat-Roulette, aber also, weiß nicht so genau, wie du kriegst. Penis. Nein, also, das habe ich nicht gekriegt. Aber so wie Überraschungseier kaufen. Du weißt halt nicht, was drin ist, weil wir haben da zwar so Rankings und Listings und Referenzen, aber im Endeffekt siehst du ein Foto und ja, und dann kommt halt irgendwer. Lesen? Und das, wie man sich denkt, also das, was der beschreibt und das, wer dann wirklich kommt oder was du dir vielleicht erwartest, das ist halt verschiedene Sachen. Da kann man nur halt spielen und schauen, was passiert. Aber was ich gelernt habe, der erste, den ich gehostet habe, war ein Ukrainer, ziemlich jung und das war recht, also der war halt sehr jung, ne? und sehr naiv, also ich glaube, er war zum ersten Mal im Westen auch. Und ich habe halt gedacht, ja, der wird sich so ein U-Bahn-Ticket kommen und ist dann halt dann und dann da. Und dann hat er mir nachher gesagt, nein, er ist vom Hauptbahnhof alles zu Fuß hergegangen mit einem schweren Rucksack, weil er halt die Euro sparen wollte für das Metro-Ticket. Und er hat sich auch die ganze Innenstadt alles zu Fuß angeschaut und so. Das sind halt andere Denkweisen, auf die du jetzt nicht kommst, wenn du dich nicht in die Situation reindenkst. Und ja, aber war super, ich habe Schokolade gekriegt vom ukrainischen Präsidenten, von dessen Firma. Also ich habe jetzt Präsidentenschokolade gegessen. Mhm. Und Wodka und so. Das ist sehr, sehr, sehr nett und so. Und dann habe ich einen Chinesen akzeptiert und der war auch sehr überschwänglich.
Und dann habe ich schon gemerkt, das wird kompliziert, weil der hat dann mehrmals versucht, die Zeit zu ändern, wann er kommt, weil er dort auch noch einen besseren Bus kriegt oder weil er fürchtet, dass er mir am Nerv geht, wenn er erst da kommt. Und ich habe dann gemerkt, mich nervt dann eigentlich zu viel Kommunikation. Ich möchte das einmal ausgemacht haben und dann nicht weiter drüber nachdenken müssen und jetzt nicht alle 7 Minuten eine Message schreiben. Und jeder, aber die Japaner wollte höflich sein. Und während er dann so langsam sich hernavigiert hat, ist noch ein Request reinkommen von wieder Ukrainerin. Und da war der letzte gerade so nett, habe ich mir gedacht, ne, nehme ich auch. Und es waren dann 2 Mädels, habe ich mir gedacht, ja, also. Ja, und auf jeden Fall sind dann 3 Leute gleichzeitig bei mir angefangen. Okay, also das hat sich dann überschnitten. Ja, aber das war irgendwie sehr lustig, die haben alle durcheinander geredet, kein Mensch hat den Chinesen verstanden, ich auch nicht, was er sagt, aber er war sehr enthusiastisch, dass er Englisch redet und die Ukrainerinnen haben fast überhaupt kein Englisch rausgebracht, aber wollten auch was reden und dann haben alle so durcheinander geredet. Und der letzte Ukrainer hat ukrainischen Wodka gebracht und na, die sind hergekommen mit ukrainischem Bier, also das war alles passt. Ja. Da haben wir gedacht, eigentlich... war mein Leben früher Vater. Die waren immer, ich auf einen Knopf drücke, das ist total absurd. Und was ich dann gemerkt habe, auch eine wichtige Erkenntnis, zuerst habe ich mir gedacht, ja, das ist cool, da hoste ich jetzt 2 Mädels gleichzeitig, weil ich so ein starker Mann bin. Und aber seltsamerweise, ich bin nicht verführt worden und auch nicht irgendwie belästigt worden, sondern was ist passiert? Ich habe mich instant, also es war ein gewisser Altersunterschied, die waren 20-jährig, ich habe mich dann instant mit denen ihren Eltern solidarisiert, die sehr oft angerufen haben, und habe dann so gewisse Sachen, ich wollte nicht unhöflich sein, ja, aber ich habe dann halt so das, was mir als Teenager immer sehr am Nerv gegangen ist, weil das meine Eltern mit mir gemacht haben, habe ich instant weitergegeben, wie zum Beispiel so Gespräche. Herz, also wann sagt ihr, kommt so um 7 am Abend, jetzt ist Mitternacht, ja. Es ist jetzt 11 Uhr der Tag, ihr wollt jetzt euch Wien anschauen und es ist jetzt bald 12 Uhr, das hat es halt einmal, also so auf die Art. Echt lustig. Ja. Man könnte das sagen, du bist alt. Ich werde alt, ja. Aber es waren alle sehr herzig und jetzt habe ich sozusagen einen Haupttreffer gemacht im Couchsurfing-Roulette und zwar habe ich mir einen Gast akzeptiert und habe ich auch vorher nichts gewusst. Also er ist irgendwie Azid Mohammed und so, hat gesagt, er ist Doktor bei Medicine Sans Frontières. Haben wir gedacht, ja, eh cool, hostest halt. Und das war jetzt so, du hast, glaube ich, sehr gut gesagt. Ja, ja. Ich habe es euch geschickt. Ja, genau. Der Hintergrund ist der, ich habe meinen Nachbar eingeladen gehabt und wir haben irgendwas gekocht und er war halt da und wir haben gedacht, ja, kochen wir zu dritt, haben wir es eh lustig. Und er hat halt dann erzählt und ist ins Erzählen gekommen. Und mein Nachbar, der wollte eigentlich nur ganz kurz bleiben, weil er am nächsten Tag um 5 Uhr früh aufstehen muss. Und dann ist circa Mitternacht und ich sehe meinen Nachbarn, fallen wirklich die Augen zu. Er hat es auf 3/4 zu, ja. Und er geht aber nicht weg. Er hängt so an den seinen Lippen, weil es so interessant ist, was er erzählt. Gleichzeitig schafft er es physikalisch nicht mehr. Ja? Und irgendwann hat er gesagt, Entschuldigung, er muss gehen, weil er muss morgen aufstehen. Aber ich würde so gerne weiterhören, wie das weitergeht. Und ich bin auch die ganze Zeit... Ihr wisst ja, ihr kennt mich, ich rede lieber selber, als dass ich zuhöre. Ne? Ich bin die ganze Zeit mit offener Pappen gehört und habe zugehört, weil der so super erzählt hat. Ja? War wirklich toll. Mir passiert das normal nicht, dass mir Trainer kommen, wenn jemand was Rührendes erzählt. Ja? Und das war's dann. Aber der kann voll gut erzählen, voll cooler Typ und so. Ja? Und dann habe ich halt dann, heute früh war das, habe ich dann gesagt, okay, ja, pass auf, du bist da voll verschwendet als Arzt, aus dem müssen wir einen Talkshow-Gast machen. Bin ja Nerd, Laptop drauf und wir tun dich jetzt auf YouTube und so. Und du erzählst einfach das, was du gestern erzählt hast, noch einmal und wir tun das auf YouTube aufnehmen. Und dann ist halt das volle Nerd-Desaster passiert. Ja. Wie haben wir angefangen? Er hat einen Chromebook. Ein Chromebook ist ja kein richtiger Laptop. Ja. Und die Webcam war zu big. Okay, und er hat gesagt, die Webcam funktioniert nicht, also dick so drauf. Ja. Und dann haben wir halt sein Smartphone genommen und ihn mit dem Smartphone gefilmt. Mhm. Haben wir einen ersten super Film gemacht, hat über Indien geredet. Ich erzähle dann gleich von ihm zum Hintergrund. Ja. Mhm. Und dann hat er gesagt, wow, das war so super, machen wir gleich noch einen nächsten Film. Ja. Und der nächste Film, der war super, voll gutes Gespräch und so, ja, viel länger gedauert als geplant. Und dann schauen wir, hat das Handy das eh aufzeichnet? Na, das Handy hat die ersten 4 Minuten aufzeichnet und nachher war dann seine Meldung, das Handy ist voll. Und ich habe mich so geärgert, ja, weil ich weiß, das ist schwer, ein gutes Gespräch zu wiederholen auf Knopfdruck. Ja. Und dann nächster Punkt, na gut, tun wir von dem Smartphone das Video
auf den Laptop, damit wir es gescheit auf YouTube tun können. Das haben wir dann, eine Stunde haben wir blöd umeinander dann und das nicht zusammenkriegt. Zwei erwachsene Leute haben das. Das gibt's nicht. Jede 13-Jährige schafft es, sich selber mit Snapchat zu filmen und ihre YouTube-Videos zu machen. Wäre das euer Medium gewesen? Ja, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, das war ein Blackberry und das Bluetooth hat nicht gescheit funktioniert. Oh. Auf YouTube hat er es nicht können, weil er noch nie bei YouTube angemeldet war. Dass er sich bei YouTube angemeldet hat, braucht er so eine SMS-Bestätigung. Er hat eine amerikanische Nummer bekommen, die ist ewig nicht daherkommen. Es war immer ein Problem schlimmer als das andere. Dann habe ich schon angefangen, dann habe ich eine glorreiche Idee gehabt, ich hole meine externe Webcam und koppel die an. Dann hat sein Chromebook nicht die externe Webcam akzeptiert, obwohl jedes Linux das akzeptiert. Es ist immer absurder worden. Ja, meine verfügbare Zeit. Das wäre ein gutes YouTube-Video gewesen. Ja, das hätte ich gern gesehen. Ja, Horst beim Unfähigen wieder ein YouTube-Video aufnehmen. Ja. Neben Pi. Ja, auf jeden Fall, am Ende haben wir es dann geschafft, dass die durch Googlen, dass seine Chromebook-Webcam eh funktioniert, dann sind wir drauf gekommen, die hat keine gute Qualität. Und im Endeffekt ist jetzt so, wir haben jetzt ein Google Drive-Folder und da sind jetzt die ungeschnittenen Videos drin und parallel habe ich es mit dem Zoom aufgenommen. Also ich habe sie noch einmal in besserer Audioqualität, müsste jetzt aber zusammenarbeiten. Und zu seinem Hintergrund, also er ist ein Brite, geborener Brite, seine Eltern sind aus Indien eingewandert. Er ist Moslem und ist halt Chirurg, wenn ich das richtig kapiert habe. Typisch Inder. Ja, das hat er auch erzählt, über Pushy-Eltern, die halt Kinder dazu bringen, dass was tun. Und er ist halt so, hat den Lifestyle, dass er in den USA, glaube ich, immer so ein paar Monate arbeitet, bis er genug Geld hat und das gibt er dann aus, indem er durch die Welt reist und dort halt bei so Entwicklungshilfeprojekt und hat dort auch extrem viel Länder gesehen und hat eine sehr interessante Einstellung gehabt, was mich interessiert hat, also über Armut oder über No-Go-Areas in Briten, also wo er als britischer Moslem sich aufregt, dass du in die Gegend ja nicht gehen kannst, weil da nur Inder oder nur Pakistani sind. Also ganz, ganz, oder was mich am meisten fasziniert hat, er als Brite fährt nach Indien, dort hat er natürlich auch viele Verwandte und so, und sagt dann, aber wisst ihr, unter der Kolonialzeit hat das schon besser funktioniert. Also das und das jetzt kommt natürlich auch extrem gut. Gell? Und er hat aber selber indische Wurzeln. Ja? Und das ist halt extrem cool. Ja? Also, ja, super faszinierend. Und ich hoffe, ich schaffe es, zumindest ihn auf YouTube gescheit zu publizieren. Also, dann wird es auch verlinkt und nochmal erwähnt. Und ja. Also bis jetzt habe ich halt nur einen. Aktuell zu Besuch, vielleicht gibt es ja noch die Chance, dass am Donnerstag ist er noch. Ja, wir werden versuchen, noch ein paar nachzudrehen. Ja. Aber wie gesagt, ich kann verlinken jetzt zumindest schon den Google Drive Folder, wo man sich halt die Webcam-Videos anschauen kann. Ich hoffe, es gefällt anderen auch. Ja. Wie gesagt. Kannst du was sagen? Nee, ich habe vorher schon gesagt, ich kann es nicht so objektiv beurteilen. Ich finde, wenn Briten sprechen, finde ich es sowieso immer sehr interessant, wenn ich den Dialekt so gerne habe. Aber an und für sich, ich habe kurz reingeschaut, es war sehr interessant. Er hat wirklich Stories zu erzählen. Und ich glaube, das ist the thing, das einen dazu bringt, dass man halt zuhört. Weil es halt wirklich spannende Geschichten sind, das keine Alltagsgeschichten sind, also ganz und gar nicht. Soweit. Ja, also Lausch-Empfehlung. Ja. Und gleichzeitig Empfehlung, also wenn man Wohnung hat und irgendwie zu faul ist, eine Party zu machen und wegzugehen, aber jetzt auch nicht allein ins Haus hocken will, einfach bei Couch-Surfing so auf Yes, auf akzeptiere Gast. Voll. Dann kann man das Reisen zu sich holen, ich finde das sehr toll. Ja, genau, holst die Welt zu dir. Voll. Ja. Er ist leer. Ich bin leer, ich bin dein Bier ist aber leer. Nein, ich höre euch noch weiter zu. Okay. Ich bin jetzt etwas überrascht. Weil? Naja, ich hatte eigentlich nicht so viele Themen vorbereitet, weil ich weiß, dass es uns zu viel wird. Ja, damit wir uns halt unsere 2 Stunden voll machen, du meinst Schwein. Es sind 56, ist nicht nur so viel Zeit bis zum 2 Stunden. Müssen wir es herausfordern? Denkst du, es muss auch immer die Shownotes schreiben, ja? Ja, ich werde dir jetzt die Geschichte auch nicht bringen. Wenn nichts geredet wird, ist auch nicht viel zu schreiben. Ich mache die letzte Geschichte in 30 Sekunden. Hast du nicht einen Horrorfilm? Als Tech-Cloud nur, nein. Ich hätte jetzt noch die Cobra Serie. Ich hätte noch Kleinmeldungen, die kann ich dann aber am Blog vorlesen. Okay. Ja, bla bla bla, Werner Herzog, Film mit Klaus Kinski, Cobra Verde. 1987, letzte Zusammenarbeit. Basierend auf einem Roman von Bruce Chatwin. Und Cobra Verde, das ist ein Gangster in Brasilien, der treibt dort sein Unwesen. Dann wird er von einem
von einem Plantagenbesitzer gefunden, der sein autoritäres Auftreten sehr schätzt und er wird zum Plantagenverwalter eingesetzt. Kuba Verde wird natürlich von Klaus Kinski gespielt. Okay. Und ist, wie gesagt, die letzte Zusammenarbeit mit dem Werner Herzog, der in letzter Zeit so ein bisschen, der ist in Mode gekommen. Besonders wegen seiner Stimme. Der hat ja so jetzt mal so eine Doku gemacht, Into the Abyss. Ja? Und der, ich höre ihn lauter in Gastsprechrollen, weil er so eine coole, rauchige Deutsch-Akzentstimme hat von Comic-Serien. Also bei Rick und Morty, okay, bei American Dad, bei den Boondocks, überall spricht er mit. Ja? Und ich mag ja seine Filme. Auf jeden Fall, beim Cobra Verde geht es darum, dass wir dann für diesen Plantagenbesitzer arbeitet. Der hat drei Töchter und alle drei schwängert er. Das gefällt dem Plantagenbesitzer nicht und schickt ihn strafversetzt ihn unter dem Vorwand, dass er dort Sklavenhandel betreiben soll nach Afrika. Mhm. Und dort kommt er an. Der Sklavenhandel ist aber mittlerweile von einem verrückten afrikanischen König abgeschafft worden. Mhm. Er kriegt keine Sklaven und ist auch alles dort verlassen. Mhm. Aber durch Umwälzungen und solche Sachen schaffte er es, diesen verrückten König zu stürzen. Und der Sohn kommt daran, mit einem Amazonenherr schafft er das irgendwie und verwaltet dann dort diese große Sklavenflora, wo er dann Sklaven handelt, sehr erfolgreich, zum Erstaunen seiner Geschäftspartner, die ihn eigentlich nur nach Afrika verbannen wollten. Und was man sieht, ist einfach eine unglaubliche Anzahl von schwarzen Darstellern, also viele Massenszenen und so. Und der Film ist nach heutigen Maßstäben sicherlich nicht politisch korrekt. Die Darstellung von dem afrikanischen Volk kann ich mir nicht vorstellen. Das ist halt 87, da ist man anscheinend an diese Dinge noch nicht so herangegangen. Nichtsdestotrotz relativ beeindruckend, trotzdem 87 ist... hat irgendwie nach einem müden Kinski ein bisschen schon ausgeschaut. Also er hat schon noch so ein bisschen die Kinski-Momente, wo er rumschreit und sich fürchterlich aufregt, aber... Ich weiß nicht, ich habe den Zugang, ich konnte ihn schon schauen, die Thematik war auch interessant oder so, aber Fitzcarraldo oder so Sachen haben mich dann doch mehr fasziniert. Ja, das war's ja schon. Und wir sind noch unter 2 Stunden, 59:34. Dann mache ich noch ein paar Hochmeldungen. Wieso? Nein, wir können noch... Wir haben noch Chancen, unter 2 Stunden zu bleiben. Ach. Auf der Versuchung war ich so bemüht. Horst schweigt über. Nein, Gregor schweigt über. Also ich schreibe extra in das Titanpad, damit ich es jetzt sagen kann. Und zwar super netter Podcast, den man auch durch volles Transkript lesen kann. Also nicht wie bei uns lumpigste Shownotes, sondern wirklich jedes Wort feinst transkribiert. Urlustige Geschichte, nämlich der Office Roleplaying von einem 17-Jährigen. Der Podcast heißt, glaube ich, irgendwie Replay oder Mass Replay. Und es geht darum, dass ein 70-Jähriger aus Langeweile in Australien, glaube ich, eine Facebook-Gruppe gegründet hat, mit dem Ziel, langweilige Facebook-Gruppen zu erschaffen. Und dort hat er dann so getan, als ist er ein Office-Worker wie seine Eltern. Ja, ja. Und sie haben dann so Office-Typen gespielt und sich gegenseitig in der Facebook-Gruppe, also immer so förmliche E-Mails geschrieben mit, sie sind jetzt Personalchef und können Sie sich bitte um das kümmern und so. Und was ist passiert? Das Ding ist, war so eine Art Meta-Humor für 17-Jährige, die das Leben ihrer Eltern verarschen und wurde extrem populär bei echten Office-Workern, die aus Langeweile während der Arbeit dann in dieser Facebook-Office-Gruppe so getan haben, als hätten sie Humor und führte dann zu allerlei Drama und die Beteiligten sind da auch drin im Podcast. Ich habe mich verkugelt beim Lesen, das war extrem cool. Und dann sonst ein kleines YouTube-Fechtvideo hat jemand gemacht, und zwar Fechten ist recht schnell, und der hat so mit Bildbearbeitung praktisch Lichtpunkte auf die Spitze von diesen Fechtdingern gemacht, und dann sieht man in Zeitlupe wieder, also man hat eine bessere Ahnung davon, was jetzt eigentlich der Säbel macht. Und dann soll es nicht platzieren und das Duken, man sieht es richtig so, es schaut so Laserschwertkampfmäßig aus, und auch wenn er dann wo trifft, gibt es dann so eine Funkenexplosion. Ja. Also cool, cool zum Angucken. Und das Letzte, und damit bin ich auch schon fertig, Sugata Mitra, mein Education Hero aus Indien, hat auf Medium.com einen sehr schönen Artikel geschrieben über seine Erfahrungen mit Hole in the Wall, also mit seinen Bildungsprojekten, wo er Leute, Kinder selbst organisiert mit Internet lernen lässt. Und ein sehr schöner zusammenfassender Artikel, auch über die Zukunft, hat er jetzt gemacht, The Future of Learning, wird verlinkt in dem Bildhauer Podcast Show Notes. Gut. Okay.
beim Schluss? Melanie, ein Schlusswort bitte. Oh, ein Schlusswort. Ja, danke für den netten Abend. Das sind mehrere Wörter, oh Gott. Nein, nicht. Kann man auch zusammenschreiten. Sehr gut. Du bist ja schon zum zweiten Mal da. Also im Bierdacher Podcast. Ja. Kannst du das anderen Normalsterblichen empfehlen, hierher zu kommen? Oder? Absolut, ja. Man kann sich ja was zum Lesen mitnehmen. Wenn es einem langweilig wird. Ja, es werden ab sofort immer Comics ausliegen. Genau. Das war vielleicht nur für mich heute kurz der Fall. Na, absolut nett und hoffentlich bald wieder dabei. Yeah. Na gut, schön war's, sage ich, und bis zur nächsten Woche. Tschüss. In alter Fische. Bleiben Sie. Namaste.